So, wir haben ja auch eine lange Folge vor uns. Ich freue mich schon drauf. Und diesmal bin ich auch klar im Kopf. Das ist das Schöne. Messerscharfer Verstand. gut, wir gehen zum Sonnentempel, ne? Wir müssen zum Sonnentempel. Es war doch so, dass wir eine Wahl hatten zwischen zwei Aufträgen. Wir haben jetzt den einen erfüllt und jetzt sollen wir noch zu so einer Ausgrabungsstätte, glaube ich, oder so. Ich tippe mal, dass wir das jetzt in naher Zukunft angehen werden. Und erstmal müssen wir natürlich ihm zurückbringen, was wir bekommen haben. Und schauen, ob das ganze Projekt klappt, uns damit vor dem roten Wahnsinn zu schützen. Oh, hallo. Ich hole mir nun erstmal meinen Lohn. Und dann brauche ich eine ordentliche Pfeife. Ihr habt es also doch geschafft, Wunderkind. Mein Glückwunsch dazu. Ja. An irgendetwas erinnern Sie mich, aber ich weiß nicht was. Ja, aber die Holzpuppen, meinte er, ne? Ist die da hinten nicht die eine? Die Holzpuppen kennen wir ja noch. Und darüber habe ich ja schon eine Theorie genannt, eine Analogie, besser gesagt. Vermutlich erinnern Sie Jesper an das Gleiche. Na, das ist sie wirklich. Die Shari Piggers. Die war da in dieser einen Ruine, Altir, genau, Altra Shengrad, wo sie überfallen wurde. Von, hier, von Söldnern, genau. Gibt es schon irgendwelche Neuigkeiten bezüglich der Söldner? Ein paar schon, ja. Die Söldner kamen definitiv nicht aus Enderal, so viel steht fest. Und der Dummheit sei Dank hat einer der Kerle ein Dokument mit einem Siegel in seiner Tasche gehabt. Aber noch können wir es nicht zuordnen. Warten wir mal ab. Wie seid ihr eigentlich zu Narazul Arantials Orden gekommen? Na sowas. Jemand, der sich für etwas anderes interessiert als unser Wissen über die Pyrea. Aber ihr habt Glück, ich bin derzeit wirklich in Gesprächslaune und hätte auch das ein oder andere, was ich gern über euch wissen würde. Wartet mal einen Augenblick. Arantialischer Branntwein, Jahrgang 8214. Was sagt ihr? Ein Glas und ein gutes Gespräch? Oh ja, sehr gerne. Gut, dass ich sie nochmal angesprochen habe hier mit dem Adlerauge erspäht. Super. Ich fand's krass, dass sie meinte, die Söldner kommen nicht aus Enderal. Okay, gerne doch. Gut, dann kommt mit. Okay. Wohin gehen wir denn jetzt, Lishari? Wohin gehen wir denn jetzt? Ich hoffe, in ihr Schlafgemach. Ich will ja nicht lügen. Wir lassen nichts angebrannt, ne? Wir versuchen alles. Sie ist eine sympathische junge Frau. Wieso nicht die Chance ergreifen? Bei Jesper sind wir ja leider schon gescheitert. Auch wenn's knapp war. Und bei der Novizin, also die ist ja jetzt keine Novizin mehr, sondern Ordenshüterin des ersten Siegels. Wenn ich das so höre, bereue ich keinen Augenblick, dass ich auch nach probieren. Ostian zurückgekehrt bin. Auch wenn der Gedanke manchmal da war. Krass, dass hier ein schlechter von Arkbuch einfach rumliegt. Ich dachte, die wären verboten. Und schon ein schöner Röps im Hintergrund. Leider sind wir in der Taverne. Ich dachte, wir sind vielleicht etwas privater, aber, ne? Schon sehr, es ist abends, wir trinken gemeinsam ein bisschen Wein und wir quatschen einfach mal. Ich stamme aus Ostian, ich dachte, ihr werdet ein Skarak, zumindest sieht ihr so aus. Na sowas. Jemand, der es mir direkt ins Gesicht sagt. Ja, ihr habt recht. Ich habe skarakisches Blut in mir. Auch wenn es im Vergleich dazu, wie sehr man es mir noch ansieht, ziemlich wenig ist. Mein Großvater, er diente in der Marine des Südreichs. Und eines Tages haben sie ein skarakisches Plünderschiff besiegt und die Skarak drauf gefangen genommen. Einige davon waren Frauen. Er hat sich in eine verliebt, sie befreit und... Naja, den Rest könnt ihr euch denken. Aber um eure eigentliche Frage zu beantworten... Ja, meine Familie stammt ursprünglich aus Ostian. Allerdings bin ich vor 10 Jahren von dort geflohen. Die richtige Wahl, wie ich euch vermutlich nicht zu erzählen brauche. Der Schöpfertempel war immer ein Haufen fanatischer Arschkekse. Aber Hohepriester Jagal hat dem Wort radikal eine ganz neue Bedeutung gegeben. Wisst ihr noch mehr über eure Großmutter, eine Skarak und eine Nerimese? Ungewöhnlich. Wir könnten sagen, die Ideologie des Schöpfers ist brutal. Wer darauf sein Leben aufbaut, macht sich zu einem Pulverpass. Was ich schon nicht so schlecht finde eigentlich, kann man schon mal sagen. Sie wirkt ja auch selber sehr kritisch dagegenüber. Okay, bist du noch mehr über eure Großmutter? Naja, das ein oder andere Mal ist das sicher schon passiert. Und nein, ich weiß nichts über sie. Nur, dass sie meine Mutter gebärt hat und 2 Jahre danach wieder zurück auf die Inseln geflohen ist. Ihr hättet sehen sollen, wie die Leute immer auf mich und meine Mutter reagiert haben. Selbst als 7-jähriges Mädchen haben sie sich verhalten, als hätten sie erwartet, dass ich im nächsten Moment eine Totenschädelkette auspacke. Und alles verfluche, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ah, jetzt haben wir noch eine andere Option. Gib einem Menschen zu viel Macht und er verliert den Bezug zur Realität. So war es schon immer. Ja,
Ah, das ist jetzt blöd. Aus reinem Kalkül würde ich den unteren nehmen, weil wir den jetzt erst freigeschaltet haben. Aber ich würde eher den oberen. Wir sagen mal den oberen, vielleicht können wir auch beide sagen. Wahre Worte. Okay, das Krieger gefällt dir zumindest. Krieger des Schöpfers. Kampf gegen die Ungläubigen. Die Kinder des Schöpfers versuchten ja gar nicht mehr zu vertuschen, wie verdammt radikal ihre Ideologie eigentlich war. Und trotzdem, die Rekruten rannten ihnen die Türen ein. Ganz versessen darauf, endlich Ungläubige töten gehen zu können. Aber hey, ich schätze, das ist der Reiz von Religion. Denk nicht selbst nach, lass dir von jemand anderem sagen, was richtig und was falsch ist. Das war es zumindest, wie sie meinen Bruder ranbekommen haben. Klar, ja, simple Strukturen und vorgegebene Regeln sind auf jeden Fall reizvoll für Menschen und ist auch immer schon ein Reizmittel von Religion und anderen in dieser Richtung gewesen. Allerdings stört mich hier was. Zum einen, wir haben die andere Option nicht mehr. Wir hatten also wirklich die Wahl, vielleicht hätte ich das andere nehmen sollen, weil sie hat zwar gesagt wahre Worte, aber hier stand nicht, dass sie es sympathisch findet. Aber wer weiß, ey, vielleicht hätte das andere zum Gleichen geführt. Das kann gut sein. Die Sache ist, was mich wirklich stört, ist, das Gespräch verläuft in so eine Richtung... Ah, egal, es ist so negativ, ist ja so religionskritisch, es geht um ihre Vergangenheit. Ich dachte, wir machen hier so ein bisschen lockerer das Ganze. Aber okay, hören wir mal weiter zu. Ihr habt einen Bruder? Hatte. Er war ungefähr 15 Jahre älter als ich und schon immer etwas geplagt. Rakul, das war sein Name. Wisst ihr, meine Familie war sehr wohlhabend, bevor wir geflohen sind. Tuchhändler für Generationen, die besten in Ostian. Ich schätze, deshalb hatte mein Vater auch so hohe Erwartungen an Rakul als einzigen Sohn. Ich als Frau schied ja als Nachfolgerin aus. Aber Rakul, er war einfach nicht dafür geschaffen, wisst ihr? Er war schüchtern und introvertiert. Und mit Geld konnte er sowieso nicht umgehen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie oft mein Vater ihm gesagt hat, dass er eine Schande für die Familie sei. Sorry. Okay, und dann ist er dem Schöpfertempel beigetreten, hat zum Glauben gefunden. Ja, wahrscheinlich ist er eher in den Glauben geflohen. Wenn ihr es so nennen wollt. Rückblickend glaube ich, dass der Tempel ihm nur das gegeben hat, was Vater ihm konsequent verweigert hat. Eine Perspektive. Und das Gefühl, gebraucht zu werden. Nach seinem Beitritt hat er fast den ganzen Tag im Tempel verbracht und kannte alle heiligen Schriften und alle Verkündigungen des Schöpfers auswendig. Tja. Und eines Tages hat er verkündet, dass ihm die Messe allein nicht mehr reichen würde. Er wollte den Maskierten beitreten. Den Kriegern des Schöpfers. Klingt für mich, als hätte euer Vater in seiner Rolle grandios versagt. Nun, wer auch immer ihn missioniert hat, hat ganze Arbeit geleistet. Er hat ihm erzählt, was er hören wollte und ihn in ein Werkzeug verwandelt. Sagen wir mal das untere. Richtig. Das ist es, was diese Bastarde tun. Sie nutzen die Verwundbarkeit von Menschen wie Rakul schamlos aus und indoktrinieren sie mit ihrer beschissenen Ideologie. Und wenn das erstmal getan ist, senden sie sie in den Kampf für irgendwelche heiligen Kriege. In anderen Worten, ihre eigenen Interessen. Wie Figuren auf dem Schachbrett. Und wenn sie sterben, kein Problem. Dann nennen sie es eine verdammte Ehre. Es tut mir leid, Medam. Euer jüngster Sohn ist gerade gestorben. Aber keine Sorge, er ist jetzt an einem besseren Ort und isst Weintrauben mit Honig. Welch ein Trost, nicht wahr? Wo wir schon dabei sind, habt ihr irgendwelche anderen vernachlässigten Kinder für uns? Wir brauchen nur das Material. Ich hasse diese Bastarde. Ich hasse sie so sehr. Was eine Vergangenheit. Und dieser Röpser versaut's echt. Oh mein Gott. Dann liege ich richtig in der Vermutung, dass euer Bruder im Kampf gefallen ist für den Schöpfertempel. Falsch. Er wurde niedergemetzelt. In Stücke gehackt von Kanzler Baratheons Kavallerie. Das war vor den Friedensverträgen. Ich würde mich wundern, wenn diese Mistkerle ihm gezeigt haben, mit welchem Ende der Lanze man zusticht, bevor sie ihn in die Schlacht geschickt haben. Aber naja. Ich schätze, das klärt die Frage, wie ich in Narazuls Ohren gelandet bin, oder? Ich war es leid zu sehen, wie Menschen Religion für ihre eigene Machtgier missbrauchen. Der Schöpfer, die Lichtgeborenen, der große Geist. Dieselbe Scheiße anders verpackt. Und wisst ihr was? Ganz egal, wie viel Chaos der Tod der Lichtgeborenen ausgelöst hat. Ich bereue es nicht, ein Teil davon gewesen zu sein. Nicht im geringsten. Ihr wart also dabei, als Narazuls Orden den Tempel stürmte und Jagal tötete? Ja. Und das war ein verdammt schöner Anblick, als ihr brennender Tempel die Nacht erleuchtet hat. Es war das Richtige. Naja. Ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt in Ordnung. Es war ein gutes Gespräch, aber ich muss mich echt langsam aufs Ohr hauen. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns.
Puh, da frage ich mich, ob man hier andere Dialogoptionen hätte wählen sollen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ups, ich wollte nicht meditieren. Aber okay, es war auf jeden Fall interessant. Falls ihr eine andere Gesprächsrichtung mit ihr eingeschlagen habt, dann sagt mir gern Bescheid. Keine Ahnung, oft ist es ja so, dass man da im Endeffekt sowieso immer ungefähr beim Gleichen rauskommt. Aber es war cool, dass wir sie hier durch Zufall entdeckt haben und noch ein kleines Gespräch mit ihr führen konnten. Ich glaube, wir sind in der Taverne im Adelsviertel. Ich will jetzt nicht in die Expertentür da rein. Vielleicht sehen die das aber noch irgendwie als Einbruch und buchten mich ein. Ah ja, Adelsviertel. Das war die, wo wir das Fass ausgetauscht haben und dafür eingeknackt wurden, weil der eine es erzählt hat, der Betrunkene. Hätte ich ihn mal umgebracht. Hätte mir viel Arbeit erspart. Aber gut, ohne viel Federlesen gehen wir jetzt gleich weiter, denn jetzt endlich wird es wieder richtig spannend. Wir führen die Hauptquest weiter, wir geben ihm die Zeichnung mit den Runen drauf da. Achso, jetzt wäre er hier. Also erstmal zum Wegschild. Schreitet wohl. Oh, vor der Ära Asatorons und damit dem Beginn der Zeitrechnung herrschten die mysteriösen Pyreer über die damalige Welt, ja. Darüber, wer oder was ihren Untergang verursacht haben könnte, wird von Gelehrten, ja, da sind wir schon deutlich weiter als die Gelehrten, glaube ich. Haben wir unsere Quest getrackt? Nee, wir haben hier noch das da. Irgendwann, hatte ich ja vielleicht schon erwähnt, ne, irgendwann mache ich das vielleicht wirklich nochmal ein bisschen weiter. Das ist es. Ist ja nicht, ich will mal was gucken, vielleicht liege ich jetzt völlig falsch, aber ist es nicht besser, hier reinzugehen? Oh Gott, das ist wieder so ein Henry-Projekt, oder? Weil wir müssen da immer durch und er ist doch bei diesem großen Raum gebeugt über sein Buch. Und das ist doch hier eher, oder? Weil da immer langlaufen, ey. Das halbe Gebäude. Mal schauen. Sieht da, ich hab nämlich recht, ey. Guckt's euch an. Viel besser, von hier reinzugehen. Prophet, hattet ihr Erfolg? Ja, aber es war anders als erwartet. Thealor von den Geschehnissen erzählen. Erzählt mir alles. Also wusste er von dem Zyklus. Das ist interessant und beunruhigend. Und er hat uns das Wort der Toten zurückgelassen, freiwillig. Genau, wo ich ja schon meinte, ist eigentlich ein gutes Ding, weil ich bin ja eh nur am Rumtheorisieren, aber wenn wir davon ausgehen, dass die High Ones, ne, also die Hohen, den Zyklus aufrechterhalten wollen, dann und wir Figuren sind, die dafür nötig sind, dass der Zyklus, dass die Läuterung geschieht, ne, also dass sie, vielleicht nicht sie, aber dass wir eingesetzt werden und wir immer da sind, also es gibt ja immer den Propheten und so in jeder Generation, das klappt nie, also es bedeutet, vielleicht sind wir auch nötig für den Zyklus, das hatte ich ja überlegt, dass wir dann vielleicht gar nichts machen sollten, aber wäre das so und wenn wir von dem Fakt ausgehen, der ja nicht gesagt ist, aber wenn wir davon ausgehen, dass dieser alte Mann richtig Bescheid wusste und schon in vielen Generationen gesehen hat, dann ist er offenbar zu dem Urteil gekommen, dass wir durchaus den Zyklus verhindern müssen, dass wenn wir sozusagen als Schachfiguren, der Prophet und so, ne, dass wir, wenn wir gar nichts machen, uns zum Beispiel einfach alle umbringen, dass dann der Zyklus trotzdem vonstatten geht, weitergeführt wird, die Läuterung geschieht. Dementsprechend ist es wohl ein gutes Zeichen, dass er uns das zurückgelassen hat und uns nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, das verwehrt hat oder uns umgebracht hat oder so. Aber die Lösung wäre auch zu einfach, ne? Dann könnt ihr einfach immer die Schachfiguren versuchen umzubringen. Oder vielleicht geht das auch nicht. Man weiß es nicht. So. Ja, vielleicht ist das ein Versuch, uns zu helfen. Offen gegen unser Unterfangen ist er nicht, sonst hätte er euch nicht am Leben gelassen. Aber er weiß weitaus mehr, als er erzählt hat. Jede Wette, dass die Lichtgeborenen mehr über diesen Mann wussten, als sie mit uns teilten. Das erklärt auch, warum man ihn nie behelligt hat. Aber die Frage über seine wahre Identität sollten wir auf später verschieben. Was zählt, ist, dass ihr nun das Ritual kennt und das Wort der Toten habt. Bringt beides zu Erzmagister Merayil, damit wir den Siegelstein aktivieren können. Und eines noch. Wie nannten die Pyreer in eurer Erinnerung jene, die hinter all dem stecken? Die Hohen? Ja, sie scheinen wohl die zu sein, die wir beide in diesem Wachtraum gesehen haben und die die Läuterung erzwingen wollen. Dann hat der Feind jetzt einen Namen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr mit Merayil gesprochen habt. Pegast benötigt nach wie vor eure Hilfe. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr mit Merayil gesprochen habt. Also, wir gehen da jetzt hin und versuchen dieses Ritual. Da sollte man ja diese Splitter dann kriegen oder so, ne?
Ja, schön, wenn dann im Quest-Dialog noch ein bisschen das bestätigt wird, was man schon ein bisschen davor auch rausgefunden hat. Ne, wir wussten ja schon mehr über den alten Mann, oder wir lagen richtig mit unseren Sachen über den alten Mann. Wir haben ja aus den Schriften dort schon viel gelesen und auch schon davor über die Hohen viel erfahren, dass sie eben den Zyklus erzwingen wollen und wir und das auch schon seit Generationen und Generationen machen, scheinbar, ne? Ab ins Chronikum. Jetzt haben wir bestimmt wieder eine tolle Phase mit dem Funkenschlag. Darauf freue ich mich schon. Den Funkenschlag mag ich. Und im Chronikum verlaufe ich mich ja auch nie. Das ist das Schönste an diesem Raum. Da laufen sie alle los, als hätten sie auf mich gewartet. Oh, noch einen höher. Ja, nein, das ist wieder passiert. Ich muss. Dahin. Narem Dorba Nubis, Locarem Taris. Himmel, Arsch und Zwirn, ihr klingt wie ein besoffener Dichter. Das soll Magie sein? Die Entropie ist eine gefährliche Schule, Messer. Ein falsches Wort und der Stein könnte in Flammen aufgehen. Vielleicht tut er das sogar freiwillig, wenn er noch länger eurem Gelalle zuhören muss. Götterlämmchen, fehlt einfach verdammt nochmal der Pfeffer. Pfeffer? Magie braucht Bedachtheit, keinen Pfeffer. Sie ist wie ein kranker Frosch, wenn ihr ihn... Prophet, ihr seid zurück. Der Sonne sei Dank. Mit diesem Stümpern zusammenzuarbeiten, ist schwerer als einem Leoren komplexe Mathematik zu lehren. Der Strauchdieb hat mir schon von eurem Erfolg berichtet. Schöne Arbeit. Habt ihr die Glyphen bei euch? Ah, da war Jesper doch schneller als wir. Entgegen seiner Aussage, glaube ich. So oder so bin ich nicht enttäuscht worden von Konstantin Funkenschlag mal wieder. Ich war mir nicht mal 100% sicher, ob er hier sein wird, aber es hat ja Sinn gemacht. Schön. Ja, hier. Aber der alte Mann scheint... Ja, gebt einfach her. Verstehe. Ja, das gibt Sinn. Zur Seite, ich zeige euch, wie das geht. Yarem Doruba Nubis. Lukarim Taris Danida. Sharak Lisham Ra. Beim rechten Weg. Spürt ihr dieses Kribbeln? Ja. Ah? Das ist beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Sind das die Splitter? Wäre meine Vermutung. Laut den Schriften der Pyräer bieten die Splitter Schutz gegen den roten Wahnsinn, solange der Siegelstein leuchtet. Prophet. Ihr habt die Formel gefunden, also solltet ihr der Erste sein. Los, berührt eine der Scherben. Ich dachte erst, es klappt nicht, weil er hat Doruba gesagt und in dem Text unten stand Dorba. Ich dachte, du hättest dich jetzt versprochen, ey. Okay, probieren wir das Ganze mal. Scherbe ist jetzt in das Zauberbuch eingetragen. Wahrscheinlich hier so eine Passive irgendwie, ne? Festigen. Siegelsteinscherbe. Schützt laut den Überlieferungen vor dem roten Wahnsinn und damit vor der Manipulation der Hohen. Schön. Okay, gut, wir haben irgendwas dabei, was es gefeit uns macht. Anders, irgendwie klarer. Sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass dieser Siegelstein für die Pyräer besser funktioniert hat als der Prototyp ihrer Maschine. Na, Bübchen, geht und sagt dem Quartiermeister, dass bis heute Abend jeder Hüter, jede Hüterin und jeder von uns einen der Splitter tragen soll. Bübchen? Tisch ab. Also, ich finde, dass... Tu, was er sagt, Liam. Ach. So werdet ihr euch keine Freunde machen, Funkenschlag. Wirklich nicht. Wenn ich Freunde wollte, würde ich sicherlich nicht hier danach suchen. Also noch einmal zu euch. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Der alte Arantial bat mich, euch das hier zu geben, damit ihr euch angemessen ausrüsten könnt. Und nun lasst euch von ihm in die nächste Mission einweihen. Lishari hat etwas aus der Erde geholt, das alles ändern könnte. Mal wieder. Okay, da bin ich mal gespannt, was sie aus der Erde geholt hat. Ist das richtig? Warum soll das nicht? Ja, das könnte klappen. Was ist hier denn passiert eigentlich? Na gut. Was? Nix, alles gut. Oh Mann, ey. Das ist auch schon wieder ein Projekt hier. Oh nein, ich hab mich wieder... Ah, ich weiß aber den Weg diesmal. Ich bin nämlich in seinem Labor gelandet. Da müssen wir nur hier hin zur Treppe schnell. Aber schon krass. Es hat jetzt einfach geklappt scheinbar. Wir haben diesen Segen.
Wir haben uns auch hier einige Schwierigkeiten auf uns genommen, um das zu erreichen. Und jetzt geht's endlich weiter mit der nächsten Mission. Man konnte sich ja entscheiden, das heißt, wir hätten die andere auch zuerst machen können. Mal gucken, was die zu bieten hat. Die mit dem Anwesen und dem alten Mann war ja schon sehr, sehr cool. Ist das schon wieder nicht getrackt hier? Die Ausgrabung in Alt-Dotulgrad unterstützen. Thielo Arantel im Emporium über den Siegelstein unterrichten. Na guck mal, jetzt zeigt er uns an, dass wir hier durch sollen. Ist ja auch wieder interessant. Na gut. Ich meine, beide Wege führen ja nach Rom. Entsprechend ist egal, in welche Tür man geht. Alt-Dotulgrad. Oder das Tulgrad vielleicht. Dieses Gefühl eben, das war der Siegelstein, nicht wahr? Ja, die Splitter werden heute noch an die Hüter ausgehändigt. Sehr gut. Dann bleibt nun noch Pegasts Ausgrabung. Seid ihr bereit dafür? Ja, bin ich. Was hat das mit dieser Ausgrabung auf sich? Gut, lasst es mich kurz machen. Wir vermuten, dass die Pyräer vor ihrem Untergang an einer Maschine gearbeitet haben, die sie vor der Läuterung retten sollte. Ein altes Artefakt, das sie wieder zusammenzufügen versucht haben. Das könnte natürlich auch dieses Uhrwerk sein, ne? Von dem ich schon öfters mal geredet habe. Aber muss natürlich auch nicht. Es könnte sowohl das bedeuten, als auch natürlich einfach ein etwas, was den Zyklus wieder in Gang gesetzt hat. Eine Maschine, wie soll uns denn eine Maschine gegen den Zyklus helfen? Oder etwas, was den Zyklus wieder aktiviert hat, besser gesagt, der sich immer wieder aktiviert hat. Aber es könnte natürlich auch das sein, ne? Wer weiß, vielleicht ist es auch das. Eine Maschine. Wie soll uns denn eine Maschine gegen den Zyklus helfen? Was eine bescheuerte Frage, aber egal, ich frage trotzdem mal. Wir müssen ja eh uns an allem aufhängen, was wir so finden. Dass der Zyklus keine gewöhnliche Bedrohung ist, steht außer Frage. Er wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstehen, wie eine Art kosmische Gewalt. Und deswegen ist es naiv zu glauben, man könne ihm begegnen wie einem Feind aus Fleisch und Blut. Vielleicht kann es aber dieses Artefakt. Laut dem, was wir wissen, haben die Pyräer es selbst aus alten Plänen rekonstruiert, die einer der Boten für sie gefunden hat. Aber wir werden sehen. Alt-Dotulgrad ist eine Ruine, die unsere Chroniker kürzlich freigelegt haben. Und anscheinend war sie früher eine Forschungsstätte der Dulgaren-Kaste. Falls wir richtig liegen, dann könnten wir dort vielleicht einen Prototypen oder Bauplan für diese Maschine finden. Lishari Pegast ist bereits dort und ich will, dass ihr sie unterstützt. Vielleicht offenbaren euch eure Visionen ja Dinge, die normalen Augen verschlossen bleiben. Hüterin Sakaresh wird euch begleiten. Oh, wir bringen die beiden Ladies zusammen und das nach unserem kleinen Weingespräch gerade. Naja, es scheint auf jeden Fall eine sehr interessante Seite zu sein, die ihr liest. Über der hängt ja schon eine Weile. Gut, also, irgendwas ist mir da gerade noch aufgefallen. Er hat nur leider so lang geredet. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen wollte. Also, wir gehen da jetzt hin. Wir gucken. Ach ja, genau. Weißt du, was ich ziemlich spannend finde? Es muss nicht so sein, aber ich habe so ein bisschen. Es könnte sein, dass das so gemeint war, weil er meinte ja, die Pyräer haben das auch aus alten Plänen gefunden und einer der Boten hat das gefunden, also einer wie er und ich. Ne? Vielleicht waren diese Pläne von einer Zivilisation noch vor den Pyräern. Das heißt, es gab mal eine Zivilisation, die hat an dieser Maschine in der Theorie gearbeitet, dann haben die Pyräer versucht, das wirklich umzusetzen. Jetzt sind wir so zivilisationsübergreifend, wird irgendwie dieses Ding vermittelt, vielleicht, dass wir es am Ende jetzt zu Ende bringen können. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Wie gesagt, das kann ja auch alles eine riesige Falle sein, ey. Ah, es ist schwierig. Es ist schwierig, gegen jemanden zu kämpfen, der schon immer alles so, also die Hohen, ne, dass der schon immer so manipuliert, dass dieser Zyklus in Gang setzt. Das heißt, alles, was wir machen, könnte auch im Sinne der Hohen sein. Ah, furchtbar, furchtbar. Was lässt uns glauben, dass die Maschine etwas nützen wird? Den Pyräern scheint sie ja nicht geholfen zu haben. Hä? Die haben sie wahrscheinlich nicht mal fertig bekommen. Das finde ich auch doof. Aber hier, das können wir fragen. Was genau ist noch einmal der Unterschied zwischen den Ischian und den Dulgar? Ich weiß es nämlich nicht. Sie waren die beiden Priesterkasten, die das Land beherrschten. Offiziell dienten sie dem höchsten Wesen, einer Gottheit, die über allem stand. Aber jeder weiß, dass es die Oberhäupter dieser Kasten waren, die die eigentliche Macht hatten. Wie die Lichtgeborenen sozusagen, nur ein wenig zahlreicher. Hm. Okay. Gut, wie komme ich nach Alt-Dotulgrad? Es liegt im Herzland. Hüterin Sakaresh wird euch den Weg zeigen. Viel Erfolg. Im Herzland waren wir ja schon, ne? Herzland, genau, wir waren hier im hinteren Herzland, da waren wir in Alt-Raschengrad. Das war damals mit
Ihr wisst schon, der, ach man, wie ich immer schlecht mit Namen bin, mit der wir gerade den Wein getrunken haben, verdammte Axt. Und dann hier waren wir auch bei der Grenze. Mal gucken, wir können ja erstmal mit Lishari reden. Deus Ex Machina. Und natürlich Splitter der Vergangenheit. Sie ist scheinbar hier im Gebäude. Ah, da sitzt sie. Ah, da seid ihr ja. Der Großmeister hat mich bereits eingeweiht. Seid ihr bereit? Ich meine natürlich, jetzt können wir mit Kalia reden und Lishari war ja die, zu der wir gehen. So, immerhin habe ich den Namen wieder hinbekommen. Bin ich, gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass der Großmeister ausgerechnet uns beide auf diese Mission schickt? Wieso fragt ihr? Stört es euch? Ich funktioniere besser alleine, das ist alles. Nein, er ist nur, wir sind beide Frischlinge. Ah! Also das zweite ist das defensivere, aber und das erste ist ja so ein bisschen abweisend gegenüber ihr, aber vielleicht ist es auch, was ist denn mit der Vase da hinten los? Aber vielleicht ist es auch gut, mal so ein bisschen einen auf einsamer Wolf zu machen. Komm, wir machen das erste, wir sind mal mutig. Das klappt ja nicht, meine Liebesstrategie klappt ja nicht. Ich üblicherweise auch. Nein. Offen gestanden verstehe ich auch nicht, warum der Großmeister euch so viel Verantwortung übergibt. Nein. Ja, ihr seid begabt, aber ihr seid dennoch in den Augen der Meister. Warte, Leute. Warte. Hier. Hat keiner gesehen. So, wie sieht unser Logbuch aus? Hey, was habe ich gemacht? Ah, ich wollte kein Reittier rufen. Ah, ich muss noch kurz mit ihm reden. Okay, ja, das ist kein Problem. Wir sind ja schon hier, ist alles gut. Wir können ja den Dialog durchskippen, das haben wir gerade gemacht. Sorry, aber wir dürfen uns bei ihr nicht versauen, das ist mir zu wichtig. Ich wollte einmal gucken, was ist, wenn man einen auf ne, ein bisschen cooler macht. Das eben, wir sind da vorhin einen guten Weg gefahren mit dem Dialog. Sehr so, gut. Das Schöne, das geht ja jetzt schnell. Wir vermuten, dass die Pyrrhea vor... Dass der wir nehmen aber dieses Wissen noch mit. Ich will die Dialoge schon so machen, wie wir sie gerade gemacht haben. Ne, damit alles seinen rechten Weg hat. Sie war wie die Lichtgeborenen sozusagen. Es liegt im Herzland. Oh, und Zauber. Euch den Weg zeigen. So, jetzt tracken wir die Quest hier mit Kalia treffen. Und dann sagen wir das andere, Leute. Hey, wo ist sie? Wo ist sie denn? Was? Okay, sie ist nicht hier. Ich soll scheinbar raus. Okay, wahrscheinlich, vielleicht ist sie einfach gerade woanders. Das finde ich ja ganz cool. Muss Zufall gewesen sein. Hier lang. Hey, komme ich da nicht so lang? Doch. Es kann es also auch geben. Das habe ich noch nie bisher gesehen, dass sie auch befremdlich finden. Und bei anderen wäre mir das auch nicht so wichtig. Aber bei den beiden Ladies, ich finde die sympathisch und gut aussehen. Wir müssen uns Mühe geben. Ja. Ach, wo ist sie denn jetzt? Ey, das ist ja total anstrengend, die Nummer. Ich folge jetzt gerade einfach den Befehlen hier, also dem Questing. Ist auch so doof, ne? Wir hätten auch den ganz schnellen Weg einfach rausnehmen können. Bücher, die euch neue Zauber lernen, könnt ihr im Sonnentempel Axt. Ja, man kann die auch kaufen, ne? Aber das einzig wirklich Interessante ist Beschwörungsmagie und da finden wir sicher eh auch noch stärkere auf unseren Wegen. Da müssen wir, denke ich, nicht hier die Ordensleute konsultieren mit. So, wo bist du denn jetzt, Mädel? Da! Nicht da reingehen! Komm her! Ah, da seid ihr ja. Der Großmeister hat mich bereits eingeweiht. Seid ihr bereit? Ja. Gibt es eigentlich einen Grund für Großmeister? Genau, das Wieso kennen wir noch. Ihr? So, jetzt, ich funktioniere nicht hier. Nein, es ist nur, wir sind beide Frischlinge. Stimmt. Offen gestanden verstehe ich auch nicht, warum der Großmeister euch so viel Verantwortung übergibt. Ja, ihr seid begabt, aber ihr seid dennoch in den Augen der meisten im besten Fall ein Fremdländer. Im Schlimmsten eine wandelnde Blasphemie. Aber wer weiß, okay. Arantial hatte laut den Erzählungen schon immer eine Vorliebe für Prophezeiungen und Legenden. Und ihr scheint jedes Kriterium dafür zu erfüllen, bislang zumindest. Aber mal sehen. Jetzt sollten wir uns erst einmal auf die Mission konzentrieren. Seid ihr bereit? Es war zumindest jetzt nicht befremdlich, ne? Okay, es war nicht sympathisch, aber ist ja okay. Gehen wir. Arantial sagte, ihr kennt den Weg? Ja, die Ruine ist nur ein paar Meilen von hier. Treffen wir uns einfach am Myradenturm im hinteren Herzland. Ich werde dort auf euch warten. Na gut. Das war eine Ansage. Also wieder ins hintere Herzland.
Schön, da kennen wir uns aus und vielleicht können wir dann noch ein bisschen das Nordgebiet da erforschen. Ich will jetzt gerade die Hauptquest weiterführen gerne, aber wenn wir dort Alt-Dhul'Grad untersucht haben, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir zumindest auf dem Rückweg einen kleinen Abstecher machen, ja, eventuell die ein oder andere Ecke dort untersuchen und danach weiter der Geschichte frönen. Außer benötigt ihr, um kraftvolle Angriffe auszuführen. Das ist korrekt, das ist sehr korrekt. Ich wäre ja auch gern mit ihr gemeinsam auf den Myraden geflogen, aber vielleicht sollte ich jetzt gerade nicht allzu sehr mit ihr anbändeln, weil wir gehen ja zu der anderen. Zu Lishari Pegast. Wohl. Wohin soll's gehen? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Grenze des Herzlandes. Jedes Mal wieder, jedes Mal habe ich den Schockmoment, wenn er darauf steigt. Ich sag's euch. Es wird nicht alt, dieser Effekt für mich. Ach ja, ich habe gelesen, ganz interessanter Kommentar, dass sie wirklich geplant hatten, dass man so wie bei World of Warcraft über das Land fliegt, aber es hat aufgrund von ein paar mechanischer Sachen nicht gut funktioniert und deshalb wurde es rausgenommen scheinbar oder nicht verwirklicht, final. Genau, umso höher die Fertigkeitsstufe, desto teurer und wertvoller sind die Lehrbücher. Malphas oder auch der Götterwächter ist der Lichtgeborene, der schon lange tot ist. Das weiß noch keiner. Hi. Wartet mal, bin ich hier richtig? Oh nein, nein, nein. Ich bin falsch geflogen. Wir hätten hierhin. Ah nee, wir sind richtig. Nee, wir sind nicht richtig. Wir sind zur Grenze gefahren. Das ist mir schon mal, glaube ich, passiert. Wir wollten aber ins Hintere, nicht zur Grenze. Sicher natürlich. Doch. Wohin soll ich euch bringen? Ja. Los geht's hier. Warte mal. Wir wollen ins. Doch, ist richtig, ne? Ja, ins Hintere. Okay. Alles gut. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Bitte ins hintere Herzland. Gleich zu deinem Nachbarn. Hätte man fast laufen können von hier. Aber wer sind wir, dass wir 50 Groschen anstatt 25 nicht leisten können? Gar kein Problem mehr. Wir sind ja finanziell mittlerweile ganz gut ausgestattet. Wir haben ja nochmal 500 Groschen gerade bekommen. Und die hat er uns natürlich auch nur gegeben, weil er noch nicht in sein Schließfach geguckt hat. Ne? Die 500 Groschen vorhin für die Mission. Hätte er da seine 10 fehlenden Goldbarren bemerkt, der hätte uns wahrscheinlich nichts mehr gegeben. Oh, Spiel ist schon wieder abgestürzt. Aber hey. Wir sind jetzt da und es kann losgehen. Da seid losgehen. Ihr ja. Sehr schön. Hier, ich habe uns noch eine Karte besorgt. Seht ihr das? Wir sind hier und dort hinten ist die Ruine, Alt-Dhul'Grad. Also geht voran, ich folge euch. Okay, also ich bin nämlich erst falsch geflogen, aber das hat sich jetzt erledigt. Und wir sind im hinteren Herzland angekommen. Nach dem Absturz habe ich es richtig angeklickt. Hier links waren wir in dieser Ruine schon, Alt-Rishengard. Ach, da. Alt-Dhul'Grad. Okay, wir müssen ja nach Norden. Was haltet ihr davon? Wir gehen da hin, machen das und dann, bevor wir zurückgehen, können wir zumindest dieses ganz kleine Areal uns näher angucken, ne? So, das würde ich sagen, das klingt auch wie ein guter Plan. Na komm, Kalia, wir gehen zu meiner anderen Freundin. Boah, was ist das für Geräusche? Erstmal Corundum-Erz schürfen. Damit sie schon gleich weiß, mit was für einem Weggefährten sie hier unterwegs ist, auf wen sie sich hier eingelassen hat. Oh, ein makelloser Granatstein. So muss es anfangen. Schön. Wie ruhig es hier ist. Bevor das mit dem roten Wahnsinn und den Räubern überall losging, waren hier überall Reisende, fahrende Händler oder Jäger unterwegs. Es ist seltsam, wirklich. Die Gegend. Oh, hat sich verändert im wahrsten Sinne des Wortes. Eieiei. Mitten auf dem Weg hier. Kaputter Karren. Da sehe ich auch schon eine Ruine. Wahrscheinlich vor nicht allzu langer Zeit noch ein Haus gewesen, wo Leute gewohnt haben. Was gibt's denn da so? Gegner? Ja, Wachte sind mittlerweile so schwach. Na, ist doof gelaufen, oder? Dieser Schlag ist so stark, ey, dieser Aufladeschlag. Okay. Kämpft sie? Nee. Ah, hier, guckt mal. Gleißender Funke. Stab des Blitzes. Scheint mir nicht so gut wie der Feuerstab, aber immerhin. Auch was wert. Und ein paar Groschen. Da sage ich doch nicht nein. Na gut. Folgen wir weiter dem Weg. Eigentlich wird es nach links gehen. Ich gehe nochmal ganz kurz hier schauen. Was sich vor uns erstreckt. Weg nach Altum entfernt. Kaliat. Ach so, ja, okay. Ich soll kurz warten. Ich bin ja gleich wieder da. Das ist nicht der richtige Weg. Oh, eine Truhe. Beeilt euch einfach. Zugeschlagen.
kriegt ja auch immer das hohe Schlösserknack mittlerweile mehr. Wir müssen auch echt beeilen, was das angeht. Ne? Wir haben so wenig Punkte. Wir brauchen es auf 75 und wir brauchen unbedingt Rhetorik höher. Und wir brauchen die Handwerkskunst wenigstens auf 50. Mann, Mann, Mann. Also Handwerkskunst und Rhetorik will ich auf jeden Fall auf 50 kriegen demnächst. Aber wie sollen wir das schaffen? Schlossknack muss doch aber auf Meister gebracht werden. Ah, schaut mal, da sind noch Wölfe und ich sehe eine Eispranke. Gönnen wir uns das mal schnell. Voll nah an diesem Widder sind die. Boah, da dreht er sich, der Zwirbler. Nochmal raufgehackt auf die Leiche. Wir haben zwar nicht so viel verloren, aber ich denke, ein kleines Käserad verschwenden im wahrsten Sinne des Wortes ist immer gut. War das ein Käsestück? Ich hoffe nicht. Auf zum Eisprankenabenteuer da oben. Na komm. Nochmal versuchen. Das wird ja wohl gehen. Klettern kann ich ja. Was? Oder auch nicht? Es ist so blöd, Mann. Oh. Okay, wir machen es versuchen mal so. Also. Mal gucken, mal, da sehe ich sogar noch ein bisschen Ruine. Wo jo, Leute. Spiel ist wieder abgestürzt. Oh Mann, gut, dass ich diese Folge mal schneide. Ich musste leider das alles nochmal spielen und also jetzt nur ab dem Myradenturm. Und ich habe natürlich nicht im Corundum-Erz die ganz tollen Funde gemacht. Also es ist gerade beim Speichern abgestürzt, ohne dass ich den Speicherstand bekommen habe. Das hatte ich davor auch noch nicht, leider. Ich wollte nochmal, ja, wie gerade schon angekündigt am Ende der Aufnahme, ich denke, das war noch drauf, hier wenigstens diese kleine Ruine da angucken. Wo sind wir denn aktuell? Ja, das ist schon gut, weil wir laufen nächstes Mal so rum. Also wir laufen von der Ruine dann so und dann so zurück zum Myradenturm. Das heißt, dieser ganz kleine Weg hier, es macht Sinn, den sich zumindest grob nochmal anzusehen. Na komm, ey, ihr seid eh... Ihr lauft so nah bei den Wölfen, wenn ich dich nicht nehme, dann ist es der Wolf. So, hier ist schon die Kreuzung, ne? Gut, weiter will ich eigentlich nicht, weil hier werden wir vorbeikommen. Hab ich nur noch... Schmetterling habe ich jetzt... Komm, komm, dann nehmen wir ihn halt. So. Oh ja, Käserad, Käserad mal wieder. Ich habe nämlich diesmal keins gegessen. Guck, sie läuft uns hinterher, obwohl wir hier gar nicht lang sollten. Was du denn da? Ja, das ist nämlich ein Gegner, das habe ich schon vorhin gesehen. Jetzt hat sie ihn erspäht scheinbar. Hi. Einer wacht da hier ganz allein. Das kann es ja nicht sein. Ein Erwachter kommt selten allein. Ich speichere hier nicht, ey, zur Sicherheit. Nicht, dass irgendwas Komisches passiert. Finde ich, dass es nochmal abbricht. Schon das dritte Mal jetzt in Folge hier gewesen. Also diese ganzen kleinen Ruinen. Ah, guck, wir haben noch Silber jetzt immerhin gefunden. Hä? Wenn wir kämpfen? Oh, sie kämpft wirklich. Sie hat auch schon Leben verloren. Gegen was kämpft? Was entdeckt sie denn da immer? Ist ja unglaublich, die Frau. Wo ist denn... Ah, da! Meine Güte! Du sollst doch hier gar nicht sein. Wir sind voll weit weg vom Weg. Jetzt geh mal zurück, Mädel. Lass mal hier den Henry das erledigen. Ich bin nur ein bisschen am Sachen finden. Wir sehen uns gleich wieder. Musst nicht mitkommen. Ich komme schon klar hier. Na, ein bisschen Silber. Jetzt vielleicht kriegen wir jetzt dafür Diamanten. Voll gemein. Wir haben vorhin 2 Juwelen bekommen. Jetzt, wie gesagt, beim zweiten Mal spielen gab es läppische 2 Corundum-Erzbrocken. Keine makellosen irgendwasse. Furchtbar. Ich bin auch nicht ganz sicher, wie man einen makellosen Edelstein, einen praktisch schon geschliffenen, aus so einem Ding hier rausholt. Aber ey. Ich glaube, ich gehe gleich wieder zu ihr. Es gibt hier noch eine Sache. Das gucke ich mir jetzt noch einmal final an. Und zwar gibt es diesen Turm da. Und der ist wo genau? Ja, da sollten wir vielleicht schon nochmal gucken. Weil der ist in der Richtung, wo ich nicht mehr vorbeikommen werde. Oder das ist der Myradenturm sogar. Das ist, glaube ich, der Myradenturm, ne? Ja, das ist der. Der sieht nur so fancy aus. Wie so eine coole Ruine. Ich, hä? Bin ich ganz sicher. Ich glaube, es ist der. Ja. Gut, dann mal los. Ab nach Dothulgrad. In der Hoffnung, dass das Spiel nicht abstürzt und ich nochmal alles von vorne spielen muss. Ich gehe mal erstmal zu ihr, damit sie versteht, dass wir hier nicht lang wollen. Wo bist du denn hin, ey?
Wo läufst du denn lang? Machst du denn da? Ey, da müssen wir doch gar nicht hin. Guck mal, wo wir sind. Okay, wisst ihr was? Ich versuche jetzt zu speichern, aber so. Okay, es hat geklappt. Und dann renne ich da einfach hin. Und ich wette, sie wird zu mir teleportiert, wenn ich da reingehe oder so. Weil sie ist, glaube ich, irgendwie jetzt total irritiert. Sie ist so weit weg vom Gebiet, dass sie den Rückweg nicht so ganz findet. Vielleicht läuft sie gerade einen extremen Umweg oder so. Ich weiß nicht, was sie da vorhat. Und ich will nicht, dass sie in irgendwelche Gegnerhorden rennt und wir durch die ganze Landschaft mit der müssen. Weil man sieht ja ihren AP-Balken, wenn sie Schaden nimmt. Ah, sie folgt mir wieder. Hm, ja, vielleicht rennt sie jetzt gerade wieder in meine Richtung. Keine Ahnung. Oh! Okay. So, das ist doch hier. Warte mal. Das müsste doch hier sein. Also noch ein Stück zu weit. Zu wenig weit. Aber apropos, was ist denn hier eigentlich? Scheinbar da ja immer... Jetzt wartet sie wieder. Ach, ist ja auch egal. Ich ignoriere sie. Das wird das Spiel schon hinkriegen. Hier, muss man auch mal gucken, oder? Verloren. Oh, da ist noch einer. Stirb! Oh, Kalia, ich hoffe, dir geht's gut. Alto Lesch. Okay, wir gehen mal kurz rein. Wenn ich sehe, es ist groß, dann versuche ich mich zusammenzureißen und wieder zurückzugehen. Wir haben ja einen relativ aktuellen Speicherstand aktuell, zum Glück. Was ist denn hier? Oh, da ist ein Gegner. Nicht gesehen. Jetzt mal den Bogenschützen hinter uns. Ich glaube, noch was. Alter! Verlorener Einbalsamierter. Oh, er ist stärker. Aber es ist trotzdem auch mit links machbar. Was ist das? Okay. Sieht gut aus. Verlorener Einbalsamierter. Bogen der Ischian. Ah, Ischian, darüber hat ja auch vorhin der eine geredet. Der Chef von uns. Verursacht 3 Punkte Giftschaden. Oh, der ist ja richtig gut, Mann. Ich glaube, es ist der mit Abstand beste Bogen, den wir je gesehen haben, oder? 3 Punkte Giftschaden über 7 Sekunden. Dazu 36 Schaden, ist 2876 wert. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Unten an Schreck kommt das Arkanthorns. Das war ja ein richtiger Boss. Der Typ. Gut, dass wir mal reingelugt haben. Oh, ein Seelenstein. Leider nicht gefüllt, aber trotzdem. Was war das? Eine Rolle der Arkanrune? Platziert auf einer... Achso, es ist so eine kleine Falle. Massive Truhe gibt es auch noch zu holen. Dietriche, Groschen, Lichtmagie, Amethyst, nicht schlecht. Bisschen was zu verkaufen. Erdelementar, Magielicht, Magielicht, Traumfresser, gut, das war nicht so wichtig. Aber wirklich ein ganz guter Fund hier drin. Leerer Kräutersack, auch nicht schlecht. Salz, Salz, Salz. Ah, bei den Leichen Salz wahrscheinlich irgendwie. Keine Ahnung, wozu das benutzt wurde, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ich meine, für so Mumifizierung kann man sicher Salz benutzen. Der zieht ja Feuchtigkeit und so. Aber bei einem Skelett, wer weiß. Vielleicht zum Sezieren und dann irgendwie sowas. So, Kalia, noch lebst du zumindest, das ist schön. Ich gehe da jetzt einfach mal schnell rein. Wir versuchen nochmal so zu speichern, ich habe sonst Angst. Da sind nochmal Wölfe. Oh, ich dachte schon. Ich konnte nicht widerstehen, einmal meinen Dolch zu benutzen. Meinen richtigen. Er sollte einmal den wahren Hass spüren. Der Wolf. Alto Tulgrad entdeckt. Na gut. Ich hoffe einfach, dass das jetzt klappt und sie drin ist. Ja, sehr gut. Sehr gut gemacht, Enderei-Entwickler. Respekt. Gibt viele Spiele, die sowas nicht hinbekommen. Oh, hier sind Gegner? Ach krass, ich dachte wir... Wo ist denn die Ishari, wenn hier Gegner sind? Na gut, vielleicht sind die gerade erst aus ihrem Loch gewuselt. Oder die haben einen anderen Eingang genommen. Na gut. Großer Moorkrabbler. Ist noch Kampf? Bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Aha, paar Baupläne zum Verkaufen. Und eine Perle. Ist zwar nicht viel wert, aber hey.
Gut, wo müssen wir denn hier hin? Da oben lang geht's, glaube ich, nicht, diese Leiter. Könnte man probieren. Was ist denn das hier alles? Eigentlich könnte man dafür nur einen Hammer aufsammeln, aber hey. Also, bin ich gerade so blöd, den Gang zu finden? Ach, es geht nach unten, ne? Ja, es geht nach unten. Okay. Achso, dass wir die in Anspruch, ich finde die voll eklig. Geh weg, du. Ich denke mal, wenn sie stirbt, ist das Spiel vorbei, ne? Darauf müssen wir schon achten. Guck mal, hier komme ich vielleicht rüber. Oh, soll ich speichern? Ach komm, ich versuch's. Okay. Komm, das muss doch gehen. Ja. Ich glaube nicht, dass es belohnt wird, aber... Na gut. Nehmen wir die Stechpalme wenigstens mit. Und einen Hebel haben wir hier entdeckt. Ausgrabungsstätte. Okay, jetzt kommen wir dahin, wo wahrscheinlich Shari auf uns wartet. Bin gespannt. Vor allem, es wurde ja gesagt, sie hat da irgendwas ausgebuddelt, oder? Vorhin im Dialog. Dementsprechend bin ich gespannt, um was es sich dabei genau handelt. Also, sie hat ja jetzt wohl nicht dieses Konstrukt schon gefunden, oder? Zur Rettung der gesamten Zivilisation. Das wär's ja. Ah, vielleicht hat sie den... Obwohl, nee, wir suchen ja eher einen Bauplan, ne? Als dieses Ding. Keine Ahnung, mal gucken. Das denn wissen sollen. Wir haben... Ihr habt versagt, das habt ihr. Drei unserer Leute sind tot und der Eingang ist versperrt. Scheiße ist das doch, verdammte Scheiße! Lasst mich alleine, ich muss nachdenken. Das klingt ungut. Ihr? Von allen Menschen dieses beschissenen Landes hätte ich euch am wenigsten erwartet. Okay. Es ist voll die, voll das Déjà-vu vom letzten Mal. Wenn sie in irgendwelche Ruinen geht, dann werden sie... Da kommen immer irgendwelche Leute vorbei, ey, und machen Stress. Arantia konnte es kaum erwarten, mich nach der Weihe auf eine Mission zu schicken. Na dann Glückwunsch. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es einen weiterbringen soll, sich den Schädel mit irgendwelchen Drogare zuzudröhnen. Nachtschattenelixier ist nicht irgendeine Droge, sondern eines, das den Geist in einen einzigartigen Zustand versetzt und dessen Rezeptur nur der Orden kennt. Vielleicht solltet ihr das wissen, bevor ihr über unsere Traditionen urteilt. Na, jetzt weiß ich es. Und wer seid ihr, bitteschön? Kalia Sakharisch, Hüterin des ersten Siegels. Ich bin gemeinsam mit dem, den ihr als Propheten bezeichnet, zur Hüterin erhoben worden. Sakharisch? Ihr seid das Mädchen aus dem Dorf? Vielleicht. Wieso? Habt ihr von mir gehört? Naja, es gibt ein paar interessante Gerüchte, die euch da umgeben. Sagen wir es so. Aber mir soll's egal sein. Ihr beide seid auf jeden Fall fähiger als diese Tölpel von der Arkagarde. Eigentlich kommt ihr wie gelegen. Ihr werdet überrascht sein. Aber ich sehe mich gerade wieder mit fast derselben Situation wie in Aitra Shengrad konfrontiert. Ich scheine solche Scheiße wirklich anzuziehen. Wieder Söldner. Unglaublich. Passt. Diesmal waren es Banditen. Ah. Sie sind vor kaum 2 Stunden hier hereingestürmt und haben uns vollkommen überrümpelt, wie blutige Anfänger. Vor allem, die Söldner waren ja nicht aus Enderal, ne? So. Na, vielleicht kamen sie aus Nerim oder was, weiß ich. Egal, darum geht's ja nicht. Das ist ja jetzt hier scheinbar was anderes, oder? Wo sind diese Banditen jetzt? Tja, das ist ja das Problem. Seht ihr den Gang hier links? Der führt runter in die Ruine. Und was machen diese Mistkerle? Sie rennen geradewegs hinein und schaffen es auch noch irgendwie, einen Fallmechanismus zu aktivieren, der den Gang hermetisch abriegelt. Jeder, der der Pforte jetzt so nahe kommt, wird gegrillt. Und nun können weder wir runter noch sie hinauf. Sie meint wahrscheinlich den von ihr aus links hier, ne? Weil der runterführt. Okay. Diese Maschine von der Art befindet sich in den unteren Gefilden. Das ist wirklich genau wie letztes Mal. Was ist denn los, Lishari? Seid ihr euch sicher, dass sie nicht zu den Söldnern aus Aitra Shengrad gehören? Nein, sie trugen keine Uniform und außerdem wirken sie unorganisiert. Und verängstigt. So als würden sie vor etwas wegrennen. Ich glaube, dass dieser Überfall nicht geplant war. Vermutlich dachten sie, die Ruine sei leer. Was für ein Pech, ey. Die rennen hier rein und dann stehen da unten drin Ordenshüter. Und sie... Diese Maschine, von der Antel sprach, befindet sich in unteren Gefilden der Ruine, richtig? Zumindest deutet alles darauf hin. Ja. Das macht die Situation ja auch so ärgerlich. Ja, super. Wären hier unten nur Knochen und Gebeine, könnten wir einfach abziehen.
Und dieser Mechanismus lässt sich nicht irgendwie außer Kraft setzen? Irgendwie sicherlich schon. Aber würdet ihr den Hebel zum Deaktivieren einer Falle an der Tür, die sie beschützen soll, platzieren? Wir müssen einen anderen Weg runterfinden. Aber wir haben einen Anhaltspunkt. Einen versteckten Eingang, für den man allerdings einen Mechanismus lösen muss. Kommt, ich zeige ihn euch. Wer weiß? Vielleicht seht ihr ja wieder irgendwas in der Vergangenheit, das uns weiterhilft. Okay. Was denn mit euch beiden? Geht mir nicht auf die Nerven. Okay. Und du hier? Heuerling. Geht weiter. Er ist gestorben. Edle Schuhe hat er dabei und ein grünes Seidengewand. Das hat ihn nicht viel geschützt, aber es ist zumindest wertvolles Material. Seinen letzten Atemzügen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hab ich mich erschreckt. Ich wollte da nur mal ganz kurz gucken. Alter! Heieieiei. Meine Güte! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss erstmal klarkommen. So, was, wie, wo bin ich? Ah, hier bin ich. Nochmal den Dialog machen. Oh. Alter, Leute, ey. Ich wusste... Okay, wir machen kurz den Dialog. An erst nehmen wir ihn aus. Real ist zurückgekehrt. Wir haben, warte mal ganz kurz, warte mal. Ihr habt versagt, das habt ihr. Was ist denn da jetzt passiert? Ein paar Leute sind tot und der Eingang ist versperrt. Scheiße, ist das doch. Guck mal, da wabert die Luft. Ja, okay, ey, ich gehe da nicht wieder lang. Ich muss nachdenken. Heiliger. Das klingt ungut. Ihr, von allen Menschen dieses beschissene... Na dann, oh. Auch wenn ich keiner... Ihr Schattenelixier ist nicht... Gut, wir gehen in die andere Richtung. Sondern eines, das den Geist in einen einzigartigen Zustand... Ich will doch nur... ...und dessen Rezeptur nur der Ort... Ich, vielleicht solltest du das wissen, oh, ich kann den Dialog nicht abbrechen. Ich bin nicht selber... Vielleicht kann ich es so machen. Kalia Sakarisch, Hüterin des ersten Siegels. Ja. Ich bin gemeinsam mit dem, den ihr als Propheten okay. Bezeichnet... Wir warten einfach, Leute. ...erhoben worden. Oh. Sakarisch? Ihr seid das Mädchen aus dem Dorf? Vielleicht. Wieso? Ich werde älter in dem Spiel, Mann. Ich bin, naja, seit ich ändere das Spiel so gealtert. Ist unglaublich. Interessante Gerüchte, die euch da umgeben. Sagen wir es so. Aber mir soll's egal sein. Ihr beide seid auf jeden Fall fähiger als diese Tölpel von der Arkagarde. Eigentlich kommt ihr wie gelegen. Ihr werdet überrascht, passt. Sie sind vor kaum 2 Stunden hier herein. Tja, der führt runter in die... Sie rennt gerade. Jeder, der der Pforte jetzt so nahe kommt, wird gegrillt. Wir nehmen trotzdem Dialogoption mit hier, natürlich. Knochen und Gebeine können... Nein, sie tun und verängstigt. Keine Ahnung, ob das Spiel sowas merkt, aber ich will es genauso nachspielen, wie wir es am Anfang gemacht haben. Aber wir haben einen anderen. Kommt, die Lache ist so gut, ey. Vielleicht seht ihr ja wieder irgendwas in der Eigentlich kommt ihr wie gelegen. Ihr werdet überrascht sein. Aber ich sehe mich gerade wieder mit fast derselben Situation wie in... Es kommt wieder der Dialog vom Anfang. Niemand kommt mehr klar. Alles egal. Ich scheine solche Scheiße wirklich anzuziehen. Weiter geht's. Und jetzt wird's langsam wirklich interessant. Was ist denn das? Da wären wir. Ich glaube, diese Glocken haben mit des Rätsels Lösung zu tun. Ein Rätsel, okay. Es muss eine Art Noteingang oder Ausgang gewesen sein. Und bevor ihr fragt, der tote Kamerad in der Mitte der Plattform war schon so, als wir hineingekommen sind. Mm. Das muss irgendeine Art Magie sein, die seinen Körper so lang vor dem Verfall bewahrt hat. Vielleicht sogar etwas, das mit dieser Läuterung zu tun hat. Wer weiß. Naja, seht euch einfach mal um. Der sieht aus, als wäre er geblendet worden. In seinem letzten Moment. Wow. Was? Ah, okay. Was? Vielleicht, ist etwas? Ihr seht blass aus. Ich hatte wieder eine dieser Visionen. Tatsächlich? Dann hatte die Magierin ja doch recht gehabt. Was habt ihr... Ja? Womit hatte ich recht? Ich hatte tatsächlich eine Vision und ich glaube, ich weiß nun, wie wir diesen Mechanismus hier in Gang setzen können. Im Ernst? Beim Arsch des Propheten, das kommt ja gelegen. Aber mir soll's recht sein. Also, was hat es mit den Glocken auf sich? Die Glocken müssen in einer bestimmten Reihenfolge geläutet werden. Lasst mich mal sehen, ob ich das wieder hinkriege. Lado, seht nur zu, dass uns das Dach nicht überm Kopf zusammenbricht. In Ordnung? Also was ich erkannt habe, war, es ging im Kreis und dann am Ende irgendwie einmal nicht mehr im Kreis, sondern die gegenüber, oder? Oh Gott. Glockenhammer war das, ne? Eine Glocke sollte Möglichkeit finden. Ja gut, das ist ja relativ... Immerhin ist das Rätsel einfach. Ich hoffe nur, dass wir diese Vision nochmal haben können im Notfall. Boah, ich weiß nicht mehr, in welches am Anfang war, ey. Ich glaube, vielleicht die da? Nein.
Das klang falsch. Noch einmal von vorne. Ah, okay. Welcher was? Oh, ich weiß aber nicht, welche zuerst war. Ich glaube die da. Und die? Oh Gott, okay. Man steht da immer so blöd. Ey, keine Ahnung, Leute. Wir müssen gleich nochmal gucken, glaube ich. Nein. Ah, okay, okay. Ich muss nochmal einmal richtig raus. Ich muss mich da. Man muss sie am Anfang finden, das ist ein bisschen nervig. Also, passt auf. So. Okay, die zuerst. Dann die. Dann die. Dann die. Und dann die. Okay, okay. Also erst die. Ja, das stimmt. Dann die. Ja, das stimmt. Das klang richtig. Das klang richtig. Das klang richtig. Ja, das ist schön. Habt ihr das gehört? Das muss. Moment mal. Was ist das? Wow. Okay. Wo ist sie hin? Sie ist doch mit uns runtergefallen, oder? Ja, ist sie. Scheinbar haben wir uns getrennt beim Fall oder so. Ich bin wohl alleine und auf mich gestellt. Heieiei. Gut, ich würde sagen, wir haben den Weg gefunden. Mal sehen. Ob wir jetzt auf die Banditen demnächst stoßen oder ob wir wo ganz anders sind. Da sind auf jeden Fall schon mal Ratten. Die sind mir immer grundsympathisch. Ah, ich wollte sie abfangen. Hat gar nicht geklappt. Es wird wieder spannend. Felsendom. Mensch, diese Ruinen immer, ne? Unglaublich. Das Glockenrätsel. Es war eigentlich kein Rätsel. Es hat nur ein Geschick erfordert, zu erkennen, wo die erste Glocke läutet, fand ich. Bisschen Hängemoos. Ah. Wo sind wir hier? Okay, das hat immerhin schon mal funktioniert. Da geht's lang? Nach Altotograd-Tiefen? Ach nee, das hier ist gemeint, oder? Okay, ich dachte schon, man kann da irgendwie. Ich dachte, der hangelt sich jetzt an dem Seil da lang oder so. Das wäre auch beeindruckend gewesen, auf jeden Fall. Tomb Raider-mäßig. Okay, ich höre schon Stimmen. Hier sind wahrscheinlich die Diebe. Aber hier ist niemand. Ein kleines Lager. Tränke, Stahlpfeile, Krustenbrot und Wein. Da sag ich doch nicht nein. Cut. Gut, stellen wir uns den Jungs da, würde ich sagen. Ich gehe davon aus. Oh nee, das ist falsch. Da, die hat hier einen Haken gemacht, die Strecke. Da lang geht's. Irgendwo muss einen zweiten Ausgang geben, hat er auch gerade schon gesagt. Einfach diese Stablutscher auseinander. Die werden genug Wertvolles dabei haben. Ich wollte noch. Das ist so ein. Oh. Ey, ich hasse zwei Hände. Man kann sich. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Meine Fresse. Die sind so einfach zu besiegen, ne? Überhaupt kein Problem. Alles, was man machen muss, ist einfach nur nicht gestaggert zu werden. Aber diese Zweihänder, wenn die einen einmal treffen, das ist dann halt so, du bist so lange gestunt, dass er dich nochmal trifft in der Zeit, wenn man Pech hat zumindest. Und ich hatte gerade Pech. Ist aber alles sehr gut, denn wir haben Käserad gefunden. Und wir wollen Käseräder loswerden, dementsprechend. Mann, ey. Aber in Ego-Perspektive kämpfen ist auch besser, insofern. So, ihr zwei. Wart ihr die einzigen? Waren es nur zwei? Nee. Ich verstehe nicht, warum die sich immer so teilen. Ich meine, die sind ja jetzt nah aneinander, aber trotzdem. Und dann schäle ich dir das Fleisch von den Knochen. Was? Was war das denn? Ich habe gerade fast den Verdacht, dass wir an den Stacheln gestorben sind, oder? Und nicht an ihr. Die hätte mich doch niemals da getötet. Ich habe doch gerade schon toll ausgeholt. Hä, hey, aber so viel Leben? Ziehen ja immer Fallen, machen doch eigentlich nicht so viel Schaden. Eigentlich kommt ihr wie gelegen. Ihr werdet überrascht sein. Wie sind wir jetzt hier? Wir hatten doch ein. Aber ich sehe mich gerade wieder. Ey, Leute, wir hatten doch ein ganz anderes Schnellspeichern. Hier, oder? So, jetzt aber bitte. Ein auf einen blockenden Gegner geschwungener, kraftvoller Angriff durchbricht dessen Block. Also das Ding ist, Schilder zum Beispiel finde ich gar kein Problem bei menschlichen Gegnern. Du machst einfach einen schweren Schlag. Ne? So. Das einzige Problem sind Zweihänder, die einen staggern. Aber alles gut, wir sind wieder hier. Keine Ahnung, warum er das andere geladen hat. Ach so, aber wir müssen erstmal das hier noch oben einsammeln.
So, und ich gehe da jetzt unten rein, Leute. Passt mal auf. Ich gehe da jetzt unten rein. Ah, immer das Gleiche. Und zerlege die. Nein! Geh... Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Ich will mich doch nur bewegen! Sag mal! Warum ist das denn so stark? Du kannst dich nicht bewegen! Es ist unglaublich! Es ist so triggernd! Man will kämpfen und man macht einfach gar nichts. Ich glaube auch, mein Schlag ging daneben. Muss man ehrlich mal sagen an der Stelle, diesmal. Aber diese Zweihand ist so viel stärker als alles andere, kommt mir so vor. Zumindest bei der KI. So. Ja, weiter. Die sind eigentlich total schwach. Das ist das Lächerlichste daran. So, ich darf nicht... Ist die auch, vielleicht sind sie auch total stark, dass sie mich gewone-hittet. Vielleicht muss ich aufpassen. Mach dich einfach vorsichtiger. Nee, die machen doch nicht so viel. Hier. Nein, die können gar nichts. Hier war auch Feuer. Ich hätte auch Feuer benutzen können. Aber so ging es ja auch. Ich gehe einfach nicht an diese Stacheln ran. Keine Ahnung, was mit denen da los war gerade. Ich dachte auch ein Bug oder so. Verrückt. Habe ich irgendwas noch verpasst? Ich glaube nicht. Hier war nichts, ne? Keine Truhen und nix. Ach, ich meine, selbst wenn. Gehen wir weiter. Ich möchte weiter vordringen hier. Ich speichere auf jeden Fall. Dass sie sich hier so überall verteilen, ist schon verrückt. Ein Apfel gefunden. Tomate. Eier. Okay, hier sind wieder Gegner. Diesmal aber kein Feuer. Jetzt habe ich gerade drauf geachtet. Also kein Öl. Die hat nämlich... Die hat eine Zweihandwaffe. Sofort töten. So. Oh! Ist ja völlig egal, was du machst. Du hast nämlich keine Zweihandwaffe. Zerstörtes Buch hat sie dabei. Fan von guter Lektüre. Oh! Oh! Nehmen wir die Leben? Das kommt doch gerade sehr schön. Rolle der Wohltat. Hier ist irgendwie eine Schnur oben. Vielleicht muss man die aktivieren. Das ist ein Hebel. Wird schon irgendwas gemacht haben, hoffe ich. Na, okay. Gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. So, da geht's jetzt in ein neues Gebiet oder so. Aber was anderes sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Also folgen wir einfach mal dem Weg. Gern noch erkannt, was der Hebel gemacht hat. Aber vielleicht war ja auch ein Gitter oder so. Mal gucken. Vielleicht habe ich jetzt einen Schatz verpasst. Da sind schon wieder Gegner. Oh, ist das Feuer? Oh ja, ich glaube, das ist Öl. Jetzt ist es soweit. Jetzt nehmen wir unseren Superstab einfach. Wir könnten auch Magie nehmen, aber ich habe Bock auf den Stab. Oh, es hat geklappt, es hat geklappt. Aber er lebt noch. Nicht mehr lange. Oh! Oh, diese Stacheln, Mann. Wahrscheinlich hat das überhaupt nichts mit denen zu tun gehabt. Ich bin trotzdem paranoid geworden. Ja, so habt ihr euch das nicht vorgestellt hier unten, wa? Im Endeffekt sind sie so tief geflohen, aber konnten uns nicht entkommen. Beziehungsweise konnten ihrem Schicksal, dem Tod, nicht entkommen. Wir haben gerade einen Quarz bei der einen gefunden. Nicht schlecht. Sitzen hier aber auch im Öl, ne? Das ist nicht das Geschickteste, was ich hier erlebt habe. Wo gehen wir jetzt lang? Guck mal, da, das ist eine Schnur. Moment mal. Noch wer? Nee. Ich glaube hier. Wartet mal. Ich muss das gucken. Ich glaube hier waren wir doch schon, oder nicht? Vielleicht nicht. Oh! Was ist denn jetzt passiert? Eine Falle. Ja, hier ist der Hebel. Okay, okay. Okay. Also das hier ist eine Kreisgeschichte irgendwie. Und dann müssen wir den anderen Weg entlang gehen. Ist gut, dass wir zuerst hier geguckt haben. Dadurch wissen wir jetzt nämlich Bescheid. Hiros... Oh, da war wieder das Seil. Hiros letzte Worte, Mann. Die begleiten uns durchs gesamte Spiel, ich sag's euch. Oh, es ist so warm, Mann. Hängebrücke. Mal sehen, ob es noch mehr Banditen gibt. Das war ja echt eine ganze Horde. Wahnsinn, wie viele das sind. 10, 11 Stück waren es sicher. Ja, noch mehr. Zweihand. Gefahr.
Nein, er hat mich. Kann mich nicht. Doch, ich kann mich. Okay, er hat mich nicht gestaggert. Alles gut. Das wäre natürlich auch geil, wenn wir dann in dieser Hüterrichtung weiter sind, dass wir dagegen dann eventuell resistenter werden. 7 Dietriche waren hier drin. Gar nicht mal schlecht. Da hinten habe ich noch eine Eispranke erspäht. Gut, weiter geht's. Weiter, weiter Weg. Und ich frage mich, wo unsere Kollegin ist. Da hat man einmal wieder, oder mal wieder die Chance auf ein bisschen Zweisamkeit mit ihr. Man schweißt ja auch zusammen solche Abenteuer, ne? Sich den Gegnern erwehren und sie ist einfach nicht mit mir runtergefallen. Sie hat irgendwie, ist sie beim Fall abgebogen oder so. Ich hoffe, ihr geht's gut auf jeden Fall. Das, wäre schön. Auf ihn! Oh, wartet mal. Das, ich glaube, jetzt nehme ich mal Magie, weil ich muss jetzt schnell sein. Das lädt ja immer auf, solange der Stab. Okay, es waren eh beides Bogenschützen. Wow, die lebt noch. Das hätte ihr gar nichts getan irgendwie. Ich kann da jetzt nicht lang. Es war sogar gut für sie. Oh, was machst du denn jetzt? Ist das alles? Ah, jetzt kämpfst du wieder erst. Sie ist vor dem Feuer geflohen. Da ist noch einer. Wo ist der denn? Da. Der lebt nämlich auch noch. Die Sau. Mann, ihr habt ja hier... Hättet ihr euch mal alle an einen Punkt zusammengeschlossen, ne? Vielleicht nicht im Öl, aber ansonsten wäre das nicht schlecht gewesen, glaube ich. Und wieder in die Tiefen. Mann, Mann, ey, wir wechseln die Ebenen zwischen Dom und Tiefen, wie andere die Unterhosen. Ich frage mich, ob wir jetzt irgendwann vor diesem Gitter stehen oder vor dieser hermetischen Abriegelung auf der anderen Seite, nur sie dann aufbekommen. Was ist das da? Ein Gyro. Da unten. Ah, ich war zu langsam. Oh Mann. Ah doch, ich habe ihn noch erwischt, okay. Das wirst du bereuen. Wops. Sowas von vernichtet, die junge Frau. Die aber auch abartige Stimmen immer dieses, hä? Moment mal, wer war das? Da muss ich mal gleich an Unterstadt denken. An die Fleischmannkranken, die irgendwie so, mein Geist, gaffst du mich an und so? Das ist voll hart. Ist nichts. Bisher bin ich ja gut klargekommen, was die Orientierung angeht, aber so langsam schwächelig, glaube ich. Hier muss ich mich auf jeden Fall mal neu ausrichten. Was wären jetzt gelandet? Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Das Gebiet kennen wir nicht. Ah, guck mal, hier ist so ein Gitter. Und hier ist, das ist bestimmt das, was ich erwartet habe. Wer ist er denn? Hä? War das eine Falle oder war das ein Mann an der Belliste? Was? Na bitte. Der Trick funktioniert doch immer wieder. Und was sagst du jetzt, du mieses Stück Scheiße, hä? Oh oh. Ich werde dich dafür zahlen lassen, was du meinen Männern angetan hast. Ah. Und zwar... Na großartig. Der Mistkerl hat seine kleine Schlampe mitgebracht. Legt die Waffe weg. Ich will euch nicht verletzen. Ist das so? Eure Männer sind alle tot. Selbst wenn ihr uns besiegt. Oben warten 3 Dutzend Soldaten auf euch. Also legt die Waffe weg. Sonst werdet ihr es bereuen. Welch eine Entschlossenheit. Na schön, dann. Sterbt! Na dann. Geht es dir gut? Oh Mann. Und wir erinnern uns zurück an dem, was ihr nachgesagt wurde, als sie in dieses Dorf gebracht wurde und Unglück angeblich über das Dorf gebracht hat.
Na, wo ich schon damals meinte, oh Mann, ey, hu, das war gruselig, Kalia. Was zum Henker war das? Er hat mir keine Wahl gelassen. Was ist mit dir? Hat er dich verletzt? Ist ihr bewusst, was sie getan hat? Und hat sie es aber kontrollieren können? Also erst ihre, was auch immer das war, diese Schattengestalter, erst das aktiviert und ihre Grausamkeit entzügelt, als sie keine Wahl mehr hatte? Ist ihr das überhaupt klar? Hast du meine Frage nicht beantwortet? Was war das eben? Deine Haut, dieser Nebel, du warst anders. Was soll das werden? Ein Verhör? So wie ich das sehe, habe ich dir gerade dein Leben gerettet. Also tu mir einfach den Gefallen und behalt deine verdammten Fragen für dich. Okay. Es tut mir leid, das ist alles etwas viel auf einmal. Reden wir darüber, wenn wir zurück im Tempel sind. Ich bin Malfas sei Dank in ein Dickicht weiter unten in der Ruine gefallen und habe dort eine Art Maschinenraum gefunden. Von dem aus konnte ich auch den Fallenmechanismus oben außer Kraft setzen. Zumindest hoffe ich, dass es das war. Wir werden sehen. Naja, siehst du das Lager da unten? Das sollten wir... Sollen wir jetzt nur, weil das befremdlich war, neuladen? Ich fand es eigentlich, es fand ich gut, dass es befremdlich war, weil wir haben sie jetzt bedrängt in der Lage. Sie wollte das jetzt nicht darüber reden, weil ihr ist ja auch unangenehm, diese ganze Thematik. Deshalb war das wahrscheinlich zu sehr gedrückt, ne, was den Dialog anging. Und eigentlich hätte ich sowieso jetzt sofort gesagt, wir akzeptieren das diesmal mit dem Befremdlich. Jetzt ist es so, es war okay, wir haben da zu viel gefragt. Aber ich glaube, wir hatten eine andere Dialogoption, die ich jetzt nicht sagen konnte mehr. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich guck mal kurz, wann wir den Speicherstand hätten. Ich weiß, es ist eine Folge mit viel Laden, aber es ist einfach bei sowas mir auch wichtig, die Option da zu machen. Ich glaube, wir können das machen mit dem Laden. Ach, andererseits, nee, kommt, wir haben das jetzt gesagt und das war auch okay. Ich hätte das in der Situation, ich war verstört, ich hätte es auch mal gesagt, ansehen. Wir machen das jetzt weiter. So, okay. Karek. Kareks Scham. Einhandangriff verursacht. Oh, das ist ja richtig gut für meinen ganz großen neuen Plan mit schwerer Rüstung und Einhandangriffen. Okay, das ist ja auch so schon richtig gut, muss man mal sagen. Was haben wir an? Auch eins, was nicht so schlecht war, glaube ich. Ach ja, wir haben das mit Beschwörungen, mit denen ich gerade, weil es so leicht ist, eh noch nicht arbeite. Ah ne, das ist ein Ring, ne? Wir haben hier das hier. Hier, den haben wir an. Ah, die Mana-Regeneration. Aber komm, den müssen wir tragen, der ist ja super. 5% mehr Schaden. Perfekt. Gut, dass ich nochmal geguckt habe, was er dabei hat. Aber was für ein Erlebnis mit ihr. Gruselig, gruselig. Sonst haben wir uns gut geschlagen. Vorhin hatten wir einmal kein Befremdlich, jetzt war es halt so. Ah, gleich entdeckt. Was ist das hier für ein Ort, Mann? Ja, verzeiht, dass ich jetzt gerade nicht direkt hinterherlaufe. Aber ich wollte mich zumindest noch mal umsehen. Gold. Und ich bezweifle, dass es die Früchte... Die was? Die Früchte? Arbeit sind. Das war's dann also? Sie sind hierher geflüchtet, um ihr Diebesgut zu schützen? Bringen wir es zum Orden. Vielleicht können wir so herausfinden, wem es gestohlen wurde. Nein. Nein, das dürft ihr nicht tun, bitte. Hä, was? Keinen Schritt weiter. Wer seid ihr? Keiner von denen. Bitte, tut mir nichts. Oh, verdammt. In was für einen Mist habe ich mich da bloß reingeritten? Keiner von denen? Wer seid ihr dann? Hallis. Hallis Sommerstein. Ich bin nur ein einfacher Mann meines Pfades Bauer. Hab meinen kleinen Hof, meine Gefährtin und meine zwei Töchter ein paar Meilen von Ark. Vielleicht kennt ihr ja eine meiner Töchter. Eine von ihnen verkauft unser Brot immer auf dem Arker Marktplatz. Ah ja. Vielleicht die im Fremdenviertel, die immer rumkreischt. Das schlanke hier, das ist sie, glaube ich. Das schlanke Mädchen mit dem blonden Haaren. Ja, dann wisst ihr, dass ich die Wahrheit sage. Ja, Surta, das stimmt, der Name stimmt. Meine kleine Surta. Meine kleine Surta. Ja, und wo habt ihr euch... Aber nur weil er jetzt eine Tochter da hat, heißt ja nicht, dass er ein netter Mensch ist. Aber okay, wo habt ihr euch da reingeritten? Würde mich auch interessieren. Ja, natürlich. Ist euch der Großjunker Borek ein Begriff? Borek? Das ist einer der einflussreichsten Landwirte der Bauernküste. Die Stadtgarde und der Orden beziehen ihre Nahrung von seinen Höfen. Was ist mit ihm? Alles. Es ist seine Schuld, der ganze Mist hier. Er ist ein Wegeloser. Nichts weiter als ein verdammter Wegeloser, das schwöre ich euch. Wieso? Weil er ein Verbrecher ist. Glaubt mir, ich weiß, wie das klingt, aber es ist die Wahrheit. Er verlangt so hohe Abgaben von seinen Pächtern, dass uns kaum noch was zum Leben bleibt. Und jeden, der nicht zahlen kann, schickt er seine Prügelknaben vorbei. Aber das ist nicht alles. Er hat Verbindungen zur Ralata. Okay. Den Kult aus der Unterstadt.
Das müssen wir nicht fragen, die kennen wir. Hm, und lasst mich raten, dieses Gold gehört Burek und ihr hofft, dass seine Machenschaften und seine Grausamkeit den Diebstahl rechtfertigen. Nein, nein, das ist nicht sein Geld. Ich hatte Schulden. Irgendwann vor 3 Jahren hat das alles angefangen. Wir hatten eine schlechte Ernte und ich konnte die Abgabe nicht mehr zahlen. Und wenn das passiert, dann verlangt Burek Zinsen. Tja, und den Rest könnt ihr euch denken. Die Schulden wurden immer mehr und ihr habt nach einer Möglichkeit gesucht, sie schlagartig zu begleichen. Ja. Ich wusste von einem Freund aus der Unterstadt, dass dieser Karek und seine Bande Menschen helfen, wenn sie dadurch an Schätze gelangen. Und anders als die anderen Banden hatten sie angeblich auch eine Art Ehrgefühl, wenn man es so nennen kann. Also habt ihr mit ihnen einen Handel abgeschlossen. Und wessen Groschen sind das nun? Von einem reisenden Händler. Wir lauerten ihm auf und ihr könnt es euch denken. Doch dem Händler ist nichts passiert, das schwöre ich euch. Hä, wie nichts passiert? Aber als wir das Geld dann hatten, ist plötzlich das Sonnenfeuer losgebrochen. Eine ganz in schwarz gekleidete, verschleierte Frau tauchte einfach auf und hat mit einem Fingerwink 2 von Kareks Männern getötet. Einfach so. Erst wollten wir sie bekämpfen, aber es war zwecklos. Dann sind wir geflohen und kamen zu dieser Ruine. Sie sind von einer verschleierten Frau geflohen. Vielleicht diese mit der Kapuze aus den Visionen, aber wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, die ist noch ein bisschen zu mächtig für sowas. Okay, interessant. Also ihr gehört eigentlich nicht zu Banditen, hat sich aber auf ihre Machenschaften eingelassen, um Gold zu besorgen. Nicht moralisch vertretbar, aber vielleicht auch nicht unbedingt ein Grund, um ihn jetzt zu töten, wenn man ihm glaubt. Ihr wisst, dass Kareks Männer 3 der Magier oben getötet haben. Soviel zum Thema Banditen mit Ehre. Das finde ich sehr gut, das sagen wir gleich. Aber erstmal möchte ich bei der Frau fragen. Eine verteuerte Frau mit einer schwarzen Kutte und einer dunklen Stimme. Sie hat nicht viel gesprochen. Aber ja, das sie war die hatte echt? Eine schwarze Kutte. Und sie war anders. Unwirklich. Es war furchtbar. Das war die. Okay. Ihr wisst, dass Kareks Männer 3 der Magier unten getötet haben. Ja, ich war dabei. Karek war so wütend darüber, wie alles gekommen ist, wisst ihr? Und dann hat er befohlen, die Männer zu töten. Hauptsache irgendwo verschanzen, meinte er. Ich schätze, ich habe mich in ihm getäuscht. Er war am Ende auch nur ein Verbrecher. Jetzt wollte er sich mit dem Gold laufen. Er wird wahrscheinlich vorschlagen, dass wir das Gold nehmen und er einfach geht. Ja. Okay, er will das Gold. Ich weiß, es klingt verrückt, aber es ist das einzig Richtige. Hallo, Alter? Ohne das Geld bin ich verloren. Denn wenn ich zur nächsten Mondwende nichts beisammen habe, wird Burek andere Seiten aufziehen. So hat er es gesagt. Und ihr wisst, was das bedeutet. Das Gold hier ist nicht eures und ihr werdet euch dafür verantworten. Na gut, dann sollen all die Toten nicht umsonst gewesen sein. Nehmt das Gold und verschwindet. Was denkst du, Kalia? Ich frage sie auf jeden Fall mal. Ich kann seine Beweggründe verstehen, aber das ändert nichts am Ergebnis. Wenn wir ihn laufen lassen, legitimieren wir damit sein Verbrechen. Ihr solltet euch vor dem Tribunal verantworten. Erklärt ihnen die Umstände und sie werden ein mildes Urteil sprechen, da bin ich mir sicher. Mildes Urteil? Das glaubt ihr doch selbst nicht. Wenn die der Heilige Orden erfährt, dass ich mich mit Banditen eingelassen habe, dann ist es um uns geschehen. Und selbst wenn es ein mildes Urteil gibt, ändert das nichts daran, dass meine Familie ohne mich und mein Gold verloren ist. Ich weiß. Aber das ändert auch nichts daran, dass ihr Unrecht getan habt und euch den Konsequenzen stellen müsst. Aber ich überlasse dir die Entscheidung. Er wollte erst Stahlkrabben sagen, fand ich ganz gut. Na gut, also sie sagt, er sollte sich verantworten vor dem Orden. Ich habe auch eher dazu tendiert. Ich hätte ihm am liebsten vorgeschlagen, das habe ich hier nicht als Option, dass er gehen soll ohne das Gold. Und das hätte ich auch nur gemacht wegen seinen Töchtern, ne, und wegen seiner Familie, weil die wahrscheinlich hart darunter leiden, wenn er sich davor verantworten muss. Aber ich glaube, dass wir einfach jetzt ihrer Entscheidung recht geben, und dass er sich dafür verantworten muss. Aber verdammt, 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 das war alles ein Fehler, ein verfluchter Fehler. Ja. Sie fand es auch ziemlich gut, was wir gemacht haben. Immerhin einmal was richtig getan, beim in ihren Augen. Arsch des Propheten. Ihr habt sie tatsächlich alle erwischt. Oh. Ihr hört nicht auf, mich zu überraschen. Und ihr, Hüterin Sakharisch, danke, dass ihr uns geöffnet habt. Wer ist unser gefesselter Freund hier? Gehört er nicht zu den Banditen? Nein, aber er ist genauso schuldig. Könnt ihr ihn nach Ark eskortieren?
Nach Ark? Sicher. Yakil, Miorol, übernehmt ihr das? Nun ja. Ich würde sagen, wenn diese Maschine irgendwo ist, dann hier. Seht ihr beide euch das mal an. Wir halten euch hier den Rücken frei. Sie ist auf jeden Fall deutlich frommer und gesetzestreuer als ich, die gute Kalia. ja, machen wir gleich. Ich kann nicht mit ihm reden. Seht ihr das Tor da hinten? Da sollten wir hin. Ich würde so gerne mit ihr nochmal über dieses Erlebnis reden vorhin, aber egal. Was sagen denn die Quests aktuell? Wir haben immer noch beide. Genau, wir brauchen ja noch die Maschine, deshalb. Und wir sollen allgemein ja hier die Ausgraben unterstützen. Also das machen wir ja, würde ich sagen. So, ich denke, das ist der richtige Weg, oder? Ich speichere auf jeden Fall. Mann, wir sind schon so tief, ne? Werkstatt, das klingt sehr, sehr interessant. Alt-Dotulgrad Werkstatt. So tief im Stein. Schaut euch das an. Das sieht sehr nach diesem Uhrwerk aus, oder? Aus dem Intro, vom Prinzip. Aber solche Konstruktionen haben wir schon mal gesehen, glaube ich. So ähnliche zumindest. In den Ruinen ganz am Anfang des Spiels. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob sie genauso aussehen. Kristall. Ich kann nichts mit ihm machen. Ich schätze, wir haben unsere Maschine gefunden. Aber intakt ist sie wohl nicht mehr. Spürst du irgendwas, Saira? Mit deiner Gabe, meine ich? Nein, nichts. Sehen wir uns das mal genauer an. In Ordnung. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Hinweise oder Kleinteile, die wir gleich mitnehmen können. Den Rest wird der Orden dann wohl mit Lasttieren oder Miraden nach Ark schaffen müssen. Da kommt auch wieder die Musik. Wir brauchen Maschinenbauteile. Richtig. Nichts anderes verfügt über so viel unverdünnte Macht. Hey, da habe ich jetzt nicht gehört, was sie gesagt hat. Sie hat über das Metall geredet. Hast du schon was gefunden? Den Kristall zeigen, das hier. Sieht mir nach einer Art Energiespeicher aus. Was meinst du? Oh, hier. Erstmal fragen, was sie gemeint hat mit Salar. Oh, das war mir gar nicht bewusst. Saira ist kyranisch und kann viele Dinge bedeuten. In unserem Fall aber am ehesten Waffenbruder. Oh. Wo wir schon dabei sind, kann ich dich eigentlich fortan so nennen. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Das ist gut. Hier, der Kristall. Ein Energiespeicher. Er hat ja auch von nichts anderes erzeugt, so viel unverdünnte Macht oder so geredet, der eine. Wahrscheinlich hat er über diesen Kristall gesprochen in der Vision. Lass der mich mal sehen. Hm. Ja, in der Tat. Scheint ein Energiespeicher zu sein. Aber er ist leer. Den müssen wir also aufladen. So viel steht schon mal fest. Schaut euch dieses Ding an, ey. Ich bin so neugierig, was hier ist. Lieber nochmal speichern. Altes Pergament. Es wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstanden haben. Wie eine kosmische Gewalt. Das war definitiv ein Satz über den Zyklus im Allgemeinen. Ambrosia ist gut. Das hat, da haben sie wirklich einen sehr tollen Soundtrack dafür entwickelt. Das ist stilistisch unglaublich passend zu dem Geschichtlichen, so was die Story zu bieten hat, ne, und worum es so geht, wenn dann die Musik einsetzt und man weiß, jetzt geht's ans Eingemachte. Hier. Ich wollte auf jeden Fall mal da einmal komplett rein, aber ich entdecke hier gerade keinen ikonischen Gegenstand, der uns eine weitere Vision eröffnen könnte. Ich gebe ihr das schon mal. Hast du schon was gefunden? Hier, diese Pergamente, sie könnten Konstruktionspläne oder etwas in der Art sein, meinst du nicht? Könnten sie, stimmt. Lass sie uns mitnehmen und den Arkanisten zeigen. Okay. Also hier war der Kristall. Von hier sind wir gekommen. Dann schaue ich jetzt nochmal da oben. Ah ja. Seltsamer Dynamo und irgendwelcher Schleim. Schaut euch das Ding an. Wir haben ja schon die einfachen Dynamos der Sterlinge gesehen, aber das hier ist was anderes. All die Energie. Sie ist nutzlos ohne den Numinos.
Der Numinus. Bringen wir den auch gleich noch. Hast du schon was gefunden? Den Dynamo zeigen. Das hier sieht nützlich aus, was auch immer es ist. Ja? Du hast recht. Wie ist es möglich, dass sich die Ringe drehen? Lass es uns mitnehmen. Ich glaube, den Rest muss der Orden dann selbst bergen. Ja, vermutlich hast du recht. Hoffentlich haben wir nichts übersehen. Also zurück zu Lishari. Geh voran. Ich bin auch so gespannt, ob man noch rausfindet, wie genau die Läuterung vonstatten ging, weil, also ob das so ein spontaner Moment ist, dass plötzlich alles, was weiß ich, in Flammen aufgeht oder so, oder ob es doch ein langsamerer Prozess ist, gegen den hier mit der Konstruktion ein Rennen gegen die Zeit stattfand, welches am Ende verloren wurde. Aber es wirkt für mich eher so, von den Haltungen der Leichen und so, als wäre es eher sowas, was in einem Moment passiert. Boom. So, gut, wir haben die Werkstatt gefunden. Wir haben interessante Gegenstände geborgen, kann man nicht anders sagen. Vor allem der Bauplan oder was auch immer es war. Und dieser Dynamo da, der Numinus oder wie es hieß, der ist auch ziemlich cool. Vielleicht kann man auch nur auf Grundlage dessen mit den Plänen dann selber schon was konstruieren. Und mit dem Kristall dann irgendwie Energie, den Kristall aufladen, dann Energie reinschicken oder so. Das ging ja schnell. Und? Rantheal hatte recht. Da hinten ist tatsächlich eine Art Maschine. Wofür auch immer sie gut sein soll, sie ist allerdings zerfallen. War ja auch zu erwarten. Ich habe einen meiner Männer nach Ark geschickt. Arantial wird morgen einen Trupp mit einem Dutzend Leons schicken und wir werden alles Brauchbare in den Tempel schaffen. Hoffen wir mal, dass diese Maschine wirklich das ist, was wir uns von ihr versprechen. Was das angeht, wir haben dort unten auch Pergamente gefunden. Ihr könnt doch Pyräisch lesen, richtig? Kann ich. Zeig mal her. Interessant. Wirklich interessant. Was? Scheint, als sei diese Maschine wohl wirklich nur ein Prototyp gewesen. Die echte muss sich wohl irgendwo anders befinden. Aha. Und hier steht auch ein Name. Die Pyräer nannten diese Maschine das Leuchtfeuer. Sehr symbolträchtig. Allerdings. Na dann. Scheint, als hätten ihr und eure Vision mal wieder den Tag gerettet, Prophet. Für mich gibt es jetzt eine Menge zu tun. Wenn ihr alles erledigt habt, schlage ich vor, ihr kehrt nach Ark zurück und erstattet Bericht. Was meinst du, Saira? Gehen wir oder willst du noch bleiben? Ey, das ist auch schon wieder so ein Ding, ne? Wenn ich schon höre, dass das Teil Leuchtfeuer heißt, da habe ich schon gar keinen Bock, dass am Ende das Ding dafür verantwortlich ist, dass irgendwie alles brennt. Aber man muss sehen. Egal. Ja, ich darf mich zu tief da rein verstricken. Auf jeden Fall fand ich sehr cool, dass das hier nicht die Originale ist. Das ist nicht die tatsächlich, das ist nur eine Art, ja, Übungsobjekt oder so gewesen scheinbar. Vielleicht heißt es, dass das Leuchtfeuer selber die tatsächliche Konstruktion viel, viel größer noch ist. Das wäre schon sehr, sehr cool. Gehen wir. Gut. Hätten wir uns umgesehen, hätten wir vielleicht noch mit ihr reden können, aber ich glaube ja nicht. Ne? Und ich will jetzt auch unbedingt die jüngsten Erkenntnisse vermitteln. Oh, ich würde am liebsten jetzt schon die echte Konstruktion der Pyria sehen. So, der Großmeister hat eine Konferenz im Emporium einberufen, um diese Maschine zu diskutieren und er wollte uns sehen. Lassen wir ihn nicht länger warten. Na, wollen wir euch noch kurz einen Wein trinken gehen? Was? Hör ab. Okay, das war ein harter Korb. Was ich sage ist, dass es effektivere Möglichkeiten gibt, dem roten Wahnsinn beizukommen. Und heidnische Konstruktionen auf dem Götterauge sind das Letzte, was das Volk in der derzeitigen Situation beruhigen wird. Vielleicht. Aber wenn diese Maschine, dieses Leuchtfeuer, wirklich eine Waffe gegen den Zyklus darstellt, dann will ich sie hier in unserer Nähe haben. Sherim, wie lange braucht ihr für die Rekonstruktion? Das hängt ganz davon ab, wie viele pyräische Forscher ihr griffbereit habt, die uns zur Hand gehen können. Denkt doch mal nach, Arantheal. Wie sollen wir euch eine Einschätzung geben, wenn wir das Ziel nicht kennen? Wir werden uns unverzüglich an die Arbeit machen und euch regelmäßig Bericht erstatten. Aber auf jeden Fall brauchen wir Stahl und pyräischen Kristall. Und zwar viel davon. Dann werden wir ihn liefern lassen. An die Arbeit. Ihr habt ausgezeichnete Arbeit geleistet, Prophet. Hier, das wird euch angemessen für eure Mühen entlohnen. Mit dem Leuchtfeuer und dem Siegelstein haben wir nun sowohl eine Waffe als auch eine Verteidigung gegen die Hohen. Und damit eine Perspektive. Das ist mehr, als ich mir erhofft habe. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht. Ich habe eine Konferenz mit den Wichtigsten von uns einberufen. Sie findet in einem Tag statt.
kommt dann wieder und nutzt die Zeit bis dahin, um euch von der Suche zu erholen. Ja. Gut. Schreitet wohl, Prophet. Das haben wir schon geredet. Viel passiert jetzt natürlich. Wir sollen warten, bis die Besprechung vorbei ist. In der Zeit könnten wir noch ein paar andere Sachen erledigen. Die Welt kann untergehen, aber Magister ändern sich nie. In Ordnung. Also als... Lass mich doch bitte durch. Als erstes, ist sie noch hier irgendwo? Ich würde mal gerne mit ihr reden. Sie hat gemeint, sie würde schon noch mit uns über dieses Ereignis da reden und wie sie sich da verwandelt hat. Ich finde sie gerade nicht. Ja, ansonsten würde ich sagen, das Ziel ist, wie gesagt, mit den Leuten zu reden. Vielleicht finde ich auch Jesper, mal gucken. Und ich gucke mir gleich auch nochmal näher das Journal an. Wir sollten aber auch auf dem Marktplatz und beim Hehler noch die Sachen kurz veräußern, die wir noch besitzen, Inventar wieder aufräumen. Wir haben ja schon ein paar Sachen zumindest gefunden. Das heißt, für euch die Schlitter des Siegelsteins. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber... Ach, die beiden reden hier wieder. Ach so? Naja, ich... Hast du es schon gehört? Sakharash hat die Prüfung bestanden. Naja, okay, es gefällt ihm vielleicht nicht so. Ach na, hier gab es ja auch Betten, ne? Irgendwie, ach egal. Da unten hat... Ich weiß sogar wo. Mist. Aber wir können auch kurz in die Hütte jetzt gehen, wenn ich schon mal rausgelaufen bin. Das passt schon. Kein Problem für mich. Ich glaube, ich jetzt ungefähr genauso schnell. Jetzt, wo wir schon im Ladebildschirm waren. Aber das war schon krass, wie sie da den abgeschlachtet hat, plötzlich den Typen. Holla, die Waldfee. Es war cool, dass hier so ein riesiges Areal gibt. Würde das in einer... Eigentlich müssen hier voll oft die Leute in der Wiese chillen, finde ich. Und sie es gemütlich machen, aber die müssen ja noch arbeiten. Das ist nicht wie heutzutage. Und ist auch beim Sonnentempel. Wahrscheinlich ist es ein bisschen zu heiliger Boden für sowas. Aber gut, auf die ganzen Erlebnisse schlafen wir jetzt erstmal ausgiebig. Aber bei dem, also dass wir hier diese beiden Dolche gefunden haben, ne, die gibt es ja erst seit der Erweiterung scheinbar zu finden. Und das ist schon, also, heftig, wie gut die sind im Vergleich zu allem anderen. Vor allem, wir haben die ja gefunden noch, da waren wir in der Hauptquest noch überhaupt nicht irgendwo angebändelt. Und selbst jetzt haben wir noch nicht wirklich Probleme. Die selbst dieser balsamierte Verlorene, der wahrscheinlich noch eine Stufe höher war, war jetzt eigentlich nicht problematisch. Ich gehe trotzdem schnell rein. Das ist das erste Wegschild, was mir gerade einfällt. Wie töricht ist es von uns, Tag und Nacht unser Leben zu hinterfragen. Nie werden wir auf Antworten stoßen. Besitzen wir doch nicht die Göttlichkeit unseres Herrn, dem allein wir unser schönes Leben verdanken. Und selbst wenn der Pfad steinig ist... Der Sonnentempel. Ah, ich glaube, ich gehe einfach direkt in die Unterstadt zum Marktplatz. Der wird uns schon alles abnehmen. Wir haben nicht so viel und der hat ja immer neues Gold dabei. Neue Groschen. In Skyrim ist es übrigens Gold, habe ich gehört, ne? Also daher daran liegt es natürlich, dass ich manchmal Gold dazu sage. Ich bin ja ein erfahrener Skyrim-Gott. Kommt besser nicht. Danke. Hey. Glaub mir. Hey. Alles gut. Was? So würde ich mich bezeichnen, auch wenn die Schnösel der goldenen Sichel mir da vermutlich widersprechen würden. Ich muss auf jeden Fall, bevor wir die Hauptquest weiterführen... So, ich habe sicher das ein oder ausgeliehene Gegenstände. Ich glaube, weiß nicht, was wir müssen auf jeden Fall, bevor wir in diese Konversation gehen, mit den Schlüsselcharakteren reden. Mit Jesper, ne, mit den beiden Frauen, wenn wir sie finden. Achso, ja, als erstes kaufe ich dir jetzt mal wirklich Handwerksbücher ab. Wir haben ja Geld. Hier, Schlösser knacken, Experte, 8 Stück. Und dann geben wir dir mal ein bisschen Kram. Okay, hier kriegen wir nichts für. Guck den an, ey. 1176 ist der Wert. Heiliger Bimbam. Alter, den sollte man fast behalten, so gut ist der. Der ist wirklich gut, Mann. Eieieiei, aber ich glaube, ich widerstehe trotzdem. Wir benutzen Bögen einfach nicht, Leute. Und es ist so viel Geld und ich kann auch Geld gebrauchen. So, jetzt, und er hat ja jetzt gerade auch schon viel Geld, weil wir die Bücher gekauft haben. Den Glockenhammer. Der kann weg, die können weg. Der kann weg. Den behalte ich mal noch ein bisschen, glaube ich. Aber diese Sachen hier können natürlich auch weg. Hier mache ich jetzt mir keine Gedanken, glaube ich. Wir machen es uns einfach. 7 Eispranken habe ich schon wieder zugeschlagen. Die essen wir gleich noch.
Das behalte ich natürlich. Hier sind vielleicht ein paar Zauberbücher zu verkaufen. Zweiter Atem hätte ich vielleicht sogar nehmen sollen. Egal. Den Quarz, die Baupläne. Ja, okay. Sieht gut aus. Haben wir noch irgendwie... Ich gehe mal auf alle und sortiere mal nach Gewicht. Nur der Stab wiegt natürlich viel. Die Käseräder. Aber ich wüsste, was ich verkaufe. Ist das dumm? Ah, na. Ah, nee, lieber nicht. Lieber nicht. Ich habe da so ein Gefühl, dass ich ihn behalten sollte. Ja, kommt. Das können wir eigentlich auch weghauen. Okay, sieht gut aus. Mehr wollte ich ja gar nicht erreichen. 164, wir gehen ja eh noch zur Truhe schnell. Und, ja, ich habe keine Ahnung, wo die zu finden sind, die Leute. Ich habe auch nicht mehr im Kopf, was Jesper als letztes gesagt hat, wo er zu finden ist. Aber wir können einmal im Logbuch gucken. Und außerdem habe ich den Verdacht, dass er in der Taverne ist, falls wir keine Info kriegen. Oh, ups, ich bin hier zum Falschen gegangen. Genau, Chance in großen Truhen ein Geheimfach zu finden. Das mit den Geheimfächern ist auch nicht schlecht, weil da steht auch, genau, je nach Größe könnt ihr in Geheimfächern einige der wertvollsten Gegenstände im Spiel finden. Also wenn wir Schlossknacken auf Meister haben, dann kriegen wir bestimmt irgendwann mal ein Geheimfach, wo wir was richtig Dickes drin finden. Da würde ich mich drüber freuen. Ah, ich habe vergessen, dadurch, dass wir direkt zurück sind, ich wollte ja eigentlich noch die Gegend explorieren danach, ne? Ja, das haben wir jetzt leider nicht mehr gemacht. Aber wir hatten zumindest ein bisschen uns umgeschaut, bevor wir da rein sind. Hier meine ich die Region da oben, ne? Da sind wir direkt rein und zurück, da wollte ich eigentlich ein bisschen rum, aber jetzt ist es so. Beim nächsten Mal denke ich vielleicht wieder dran. Ich wollte auch nicht aus der Ruine nochmal komplett rauslaufen müssen, wir waren ja da ganz unten drin. Obwohl es nicht so lange gedauert hätte. Ach, guckt mal. Ah ne, wir haben ja Kopfgeldjäger-Sachen, die wir nicht mehr gemacht haben. Die sind im Norden, glaube ich, die nächste. Okay, also, Journal. Wir haben jetzt Kalia auf das Geschehen. Hier, guck mal, das hier. Das wollte ich nämlich machen. Perfekt, das tracken wir schon mal. Und das ist das Warten. Oh, super, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall als erstes mal zu Kalia. Die befindet sich... Wo ist denn das? Bei der Kaserne, wenn ich das richtig verstehe. Ich brauche es reicht nicht mal für uns. Hm? Was hat sie da gesagt? Ja. Irgendeine war hier richtig verzweifelt. Ah, egal, ich kann es nicht mehr zuordnen. Gehen wir ins Kasernenviertel. Wo ist es denn? Hä? Hauptdorf, Fremdenviertel, Marktplatz, Südviertel, Adelsviertel, Hafen, da, Kaserne. Vor allen Dingen, Kasernenviertel ist auch so eine Gegend, ich bin davon immer noch... Für mich, im Kasernenviertel gibt es nur einen Ort, und zwar den Ort durch gigantische Gefilde unten bis zur Unterstadt. Na, da sind wir ja in diesem Friedhofsgewölbe gelandet. Voll unübersichtlich. Starke Gegner für damalige Verhältnisse gewesen. Naja, jetzt werde ich auf jeden Fall nochmal speichern, Leute. Auch wenn es ja immer speichert bei Wegschilden. Weil die Dialoge mit ihr sind mir wichtig. Und ja, wir haben einmal ein bisschen zuvor schon nachgefragt. Aber ich bin froh, dass wir uns entschieden haben, trotzdem weiterzumachen. Weil das war auch, in dem Fall hätte ich das auch im echten Leben so gemacht. Oh, sie gedenkt vielleicht jemandem. Saira, schön dich zu sehen. Kann ich dir helfen? Wenn ich dich an deine Eltern erinnerst, woher kommt dein Name? Vertiefen, ich wollte nur ein wenig mit dir reden. Was hältst du von den derzeitigen Geschehnissen? Oh, hier gibt's richtig viel, jetzt geht's richtig los. Wir fangen vorne an, ich sag alles, was mich interessiert. Woher kommt dein Name? Der war in die Decke gestickt, in der man mich ausgesetzt hatte. Wer auch immer das getan hat, wollte scheinbar, dass man das für meinen Namen hält. Ich weiß nicht, ob ich dankbar sein oder mich verhöhnt fühlen sollte. Was hältst du von den derzeitigen Geschehnissen? Was wohl? Sie beunruhigen mich. Kürzlich erreichte uns eine Brieftaube vom Bund der Apothekarii. Und sie schließen mittlerweile eindeutig aus, dass es sich beim roten Wahnsinn um eine gewöhnliche Geisteserkrankung handelt. Das hat meine letzten Zweifel an der Echtheit dieses Zykluses beseitigt. Hoffen wir, dass Großmeister Arantial den Orden richtig zu führen weiß und die nerimesischen Magier den Ordenshütern bis dahin nicht an die Kehle gehen. Oder umgekehrt. Also nochmal auf diese Babysache zu sprechen, ne? Die, oh Mann ey, die hat auf jeden Fall irgendwas in ihrem Blut, die hat irgendwelche Gene, die hat irgendeine Vergangenheit, die richtig krass ist. Was heißt eine Vergangenheit, eine Herkunft? Du scheinst sehr viel, und ich finde übrigens, dass der Großmeister das bisher sehr gut macht, du scheinst sehr viel Zeit allein zu verbringen, war das schon immer so? Naja, wie ich dir schon erzählt habe, ich war nie sonderlich
beliebt bei den anderen Novizen. Okay. Die Zeit in der Scuola war sehr fordernd. Nur ab und an gaben uns die Magister einen freien Tag zur Besinnung, wie es immer hieß. Die anderen sind an diesen Tagen meistens in die Tavernen verschwunden und haben gezecht. Ich bin dem meistens ferngeblieben. Das hat sich bis heute nicht geändert. Oh, hier, guckt mal. Und was ist mit Zweisamkeit, mit Liebe? Ich habe mir nie viel Gedanken darüber gemacht. Im Tempel lebt man sehr abgeschottet und ich bezweifle, dass es viele Männer oder Frauen gibt, die meine Art zu leben sonderlich ansprechend finden. Aber lassen wir das lieber. Ja, sie hat schon eine harte Unsicherheit durch ihre Vergangenheit. Wir haben viele Dialoge, beziehungsweise habe ich das Gefühl, verloren, aber egal. Ich fand es zumindest sympathisch. Es war auch schön, sie mal darauf anzusprechen, weil das ist halt so ein Thema, da ist sie sehr unsicher, ne? Soziale Sachen und so, sie ist ja, hat ja auch viel Abstoßung erfahren immer, aber gleichzeitig hat sie auch viel geschafft, also sie hat immerhin diese Ordenssache durchgezogen, trotz der ganzen schwierigen Umstände. Brauchst du nicht auch einmal Ruhe, Entspannung? Doch, aber wenn ich sie brauche, dann tue ich das lieber bei einem Spaziergang im Sanktum oder in der Badehalle. Welches Geheimnis auch immer dahinter steckt, laute Badenmusik, Gegröle und Alkohol entspannt zu finden, ich habe es nie für mich entdeckt. Ah, da sind sie wieder. Wir waren nur in einer Vertiefung. Oh Mann, also so ein Badehaus hätte ich auch nichts gegen, Kalia. Jetzt komm, lass uns mal hier weiterreden. Was hat es eigentlich mit dieser Tätowierung auf sich? Tätowierung? Ach, natürlich, du meinst das Mal. Ich habe das schon seit ich denken kann. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, woher oder warum. Heieiei, krass. Das ist ein Mal? Male wie diese entstehen nicht einfach so. Jemand muss es in die Haut gestochen haben. Das muss, es kann sowas Geburt, wer weiß, in Enderal, ey. Also in der Fantasy-Welt. Aber es ist wahrscheinlich ein Tattoo, ne, und kein großes Muttermal oder so. Sich entfernen finde ich auch doof. Könnte das Mal irgendwie, ich weiß nicht, magisch sein? Ah, guck mal, wir sagen erstmal, falls es dich tröstet, es steht hier. Ja, das höre ich zum ersten Mal. Aber danke. Male wie dieses entstehen nicht einfach so, jemand muss es in die Haut, Ich sag mal, ob es magisch ist. Nein, das ist es nicht. Es ist einfach nur da. Das ist alles. Okay. Ich würde auch gar nicht gerne darüber weiter reden, aber ich muss scheinbar. Also sage ich das hier, dass es nicht einfach so entstanden ist. Das hat Tyras auch gesagt, ja. Aber falls es irgendeine Bedeutung hat, dann keine bekannte. Ich habe nichts herausfinden können. Na gut, wir müssen wohl sagen, ließ es sich nicht entfernen. Nicht ohne eine üble Narbe zu hinterlassen. Zumindest laut den Apothekarii. Und überhaupt, ich weiß nicht, ob ich es entfernen wollen würde, wenn ich könnte. Es erinnert mich an etwas. Aha. Interessant. Ach so, ich kann nur mit Escape raus, oder was? Ach so. So, okay, verstehe. Ich habe das nicht kapiert, dass ich so zurück muss. Ich hätte mit Tab auch zurückgekommen, ja. Das vergesse ich immer, dass es geht. Aber es war ja okay. Wir haben sie ein bisschen da in eine Richtung gedrängt verbal, aber das war okay. Wir haben auch ein paar interessante Erfahrungen gemacht. Vor allem, dass es sich an was erinnert, war doch spannend zu hören. Warum eigentlich Kirash? Ist das nicht kyranisch? Die haben alle eine Familie. Die sind ja auch halb Kyraner. Ja, das ist es. Meister Tyras, mein Ziehvater, war halb kyranisch. Aber warte mal, das kenne ich doch hier. Manche Wörter sind hängen geblieben. So, vertiefen. Ich wollte nur ein wenig mit dir reden. Das trifft sich gut. Ich denke, ich bin dir ohnehin noch eine Erklärung schuldig. Wegen der letzten Mission nehme ich an. Altdor Tulgrad? Ja, aber reden wir woanders. Komm. Ich bin gespannt. Ob sie sich daran noch erinnert, was da passiert ist, oder ob sie das öfters hat sogar und es ihr bewusst ist. So, entschuldige die Geheimniskrämerei. Ich wollte nicht, dass jemand mithört. Wo sind wir denn jetzt? Hier sind irgendwelche Zeichnungen. Okay. Keine Ursache. Worum geht es? Als ich den Anführer der Banditen neutralisiert habe, dir ist sicherlich aufgefallen, dass ich nicht ganz ich selbst war. Was genau meinst du? Das kann ich nicht bringen, ey. Also sorry. Ja, es ist ja praktisch die gleiche Aussage, ne? Ich sag mal aufgebracht, weil sie wirkte sehr, als würde sie ihnen wehtun wollen. Aufgebracht? Du wählst deine Worte sehr bedacht, ja, Saira. Ja, dankeschön. Lass es uns einfach kurz machen. Es gibt etwas über mich, von dem du nichts weißt. Von dem niemand etwas weiß, um genau zu sein. Erinnerst du dich noch an das, was ich dir im Kurarium erzählt habe, über das zerstörte Dorf?
Ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Oh, und ich hab sogar, wir haben es sogar geahnt, Leute. Ich hab gesagt, ich trau dem Spiel zu, dass sie es am Ende wirklich war. Inwiefern? Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein Mittelding ist, dass sie es nicht komplett zerstört hat, sondern dass irgendwas sie hat, was vielleicht gefährlich ist. Ne? Also man hat es ja schon gesehen, aber vielleicht ist sie nicht alleine zumindest verantwortlich für die Zerstörung des Dorfes. Inwiefern? Weißt du, was tatsächlich in diesem Dorf passiert ist? Oder vielleicht hat sie auch alle abgeschlachtet? Nein, weder das noch wer ich wirklich bin. Das war keine Lüge. Aber ich erinnere mich an etwas, bevor ich dort aufgewacht bin. Eine Art Erinnerungsfetzen. Ein Gefühl, gekoppelt mit einem Bild. Ein Gefühl? Was genau soll ich mir darunter vorstellen? Das ist schwer zu beschreiben, weil es nur ein Augenblick war, aber ich habe mich gesehen, wie ich in dem Dorf war, aber ich flog wie ein Vogel, ich weiß nicht. Unter mir sah ich das ganze Chaos, die Toten, das Feuer, die zerstörten Häuser und mir war irgendwie heiß, aber von innen, als würde mein Blut kochen. Ach, das klingt verrückt, oder? Wir fragen mal nochmal nach. Eine Erinnerung? Ich verstehe nicht ganz. Es war eine Erinnerung, ja. Aber sie war so verschwommen und unklar. Wie ein Traum, aber ein sehr lebhafter. Und was ist dann passiert? Nichts. Ich bin aufgewacht und dann ging es so weiter, wie ich es dir schon erzählt habe. Aber das ist es gar nicht, worauf ich hinaus will. In dieser Erinnerung habe ich Genugtuung empfunden. Lust. Ich habe genossen, was ich gesehen habe. Die zerfetzten Körper, die Zerstörung, das ganze Blut. Es war der erhebendste Anblick der Welt. Vielleicht ist ein Dämon in ihr drin oder sowas. Dämonenkind. Steinigt sie. Ich bin etwas verwirrt. Worauf willst du hinaus? Und was hat das mit Alt-Dutul gerade zu tun? Er ist gerade ganz schön. Egal, ich sag's trotzdem. Tja, das wusste ich selbst lange Zeit nicht. Aber mit der Zeit habe ich begonnen, es zu verstehen. Es gibt da etwas in mir, Sayira. Eine Art zweite Seele. Für gewöhnlich schläft sie, aber es gibt Situationen, die sie wecken. Und das sind meistens irgendwelche grausamen Anblicke. Wunden, Tod, so etwas wie in dem Dorf. Und wenn das passiert, dann versucht es irgendwie von, wie soll ich sagen, von mir Besitz zu ergreifen. Ganz ist ihm das noch nie gelungen. Zumindest nicht, dass ich mich bewusst erinnern kann. Aber das in Alt-Dutul gerade, das ist, was passiert, wenn ich zu schwach bin. Ich werde zu diesem Etwas, wenn man das so nennen kann. Also das Schema ist ja relativ. Also man kann sie, also die, es klingt für mich, als wäre dieses Dorf halt untergegangen, so oder so, ist jetzt egal warum genau, und das hat eben das aktiviert, was sie in sich trägt. Und wie bei den meisten Gerüchten ist einfach ein Kern Wahrheit dran. Sie trägt etwas in sich, etwas Gefährliches, irgendetwas mystisch-mächtiges. Aber es hat wahrscheinlich nicht das Dorf umgebracht, sondern es übernimmt einfach die Kontrolle über sie in Momenten, in denen sie es nicht zurückhalten kann. Krass! Eine Art Dämon in dir. Ich bin, ey, geil, Leute. Wir sind hier voll on track. Und diese Magie, diese Kraft, die du plötzlich hattest, ich schätze, die ist auch Teil dieses Wesens? Ja, das ist sie. Diese Kraft ist immens, Sayira. Das spüre ich jedes Mal, wenn es auch nur versucht, mich zu übernehmen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn ich mich ihm voll und ganz hingebe. Mhm. Ja. In anderen Worten, du hast eine Art Dämon in dir. Wenn dir der Name passend erscheint, dann nenn es so. Aber wir wissen beide, dass Dämonen, wie sie in den Sagen existieren, und irgendwelche Verlorenen, die den Verstand von Lebenden übernehmen, nur Unsinn ist, um das Bauernvolk ängstlich zu halten. Wenn es dir hilft zu verstehen, dann stell es dir vor wie eine Art Versuchung. Eine, die nur darauf wartet, dass ich für einen einzigen Augenblick zu wenig Willenskraft aufbringe, um es in Schach zu halten. Schon hart. Hätte man vielleicht nicht unbedingt sagen sollen, weil ja Dämon so diese, sowas muss sie sich ja oft anhören, aber egal. Und diese Magie, diese Kraft, die du plötzlich hattest, ich schätze, sie ist auch Teil dieses Wesens. Das hatten wir schon. Das ist viel auf einmal. Ich weiß. Hör zu, das in Alt-Dutul grad hätte nicht passieren dürfen. Aber dieser eine kleine Moment, in dem er auf mich zugestürmt ist, dieser lauernde, blutrünstige Blick, das war einfach zu viel. Ich habe mich fallen lassen und Sayira, für diese wenigen Sekunden habe ich, nein, hat es sich so vollkommen angefühlt. Ich war naiv zu glauben, so weit würde es nie wieder kommen. Naiv und arrogant. All die Meditationen, all die Selbstbeherrschung, ich dachte einfach, ich wäre sicher. Das ist auch der Grund, dass ich so hart trainiere, verstehst du? Dieses Etwas, es liegt ständig auf der Lauer, wenn ich spreche, wenn ich esse, wenn ich schlafe.
Und nur wenn ich vollkommene Kontrolle über meinen Geist und meinen Körper erlange, kann ich erreichen, dass ich es beherrsche. Huh, mit der zu schlafen ist gefährlicher, als ich dachte. Unabhängig davon, ich hatte ja schon erwähnt, dass es sicher eine harte Situation ist, so zu leben. Es macht auch jetzt noch mehr Sinn, dass sie so viel dafür kämpft, spricht aber auch für sie und ihre Charakterstärke, ne? Aber das klingt halt auch schon sehr danach, als wäre es wie eine tickende Zeitbombe und die, allein, dass es so sich vollkommen für sie anfühlt, wenn sie dem sich irgendwann komplett hingeben sollte und so mächtig, wie sie dann scheinbar ja auch ist, jetzt war ja nun nicht mal nur ein Bruchteil von dem, was sie dann leisten könnte wahrscheinlich, das ist eine richtige Gefahr. Also das kann extrem nach hinten losgehen. Könntest du also wirklich für das Massaker in diesem Dorf verantwortlich sein, dieses Etwas in dir? Ha, davon, ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt, ich glaube, es hat es eher getriggert. Weiß der Orden davon? Was passiert, wenn ich dieses Wesen vorstelle? Ich frage mal, ob der Orden davon weiß. Nur Meister Tyras. Er brachte mir bei, durch Meditation, Körperbeherrschung und Gebete Kontrolle über meine Gedanken zu erlangen. Und er riet mir auch, niemanden jemals etwas davon zu erzählen, was ich auch nicht getan habe. Bis heute. Warum hast du es mir dann erzählt? Ich weiß es nicht. Vermutlich, weil ich Angst hatte, dass du sonst dem Großmeister oder einem anderen Hüter von meinem Ausbruch erzählst. Feige, ich weiß. Aber eine bessere Lösung ist mir auf die Schnelle nicht eingefallen. Es tut mir leid. Gibt es denn nichts, das du tun kannst, um dieses Etwas loszuwerden? Nichts, von dem ich wüsste. Wen sollte ich denn auch fragen? Die Apothekarii? Entweder sie würden mich verspotten oder sie würden es ernst nehmen und dem Orden melden. Beide Eventualitäten helfen mir nicht weiter. Ich glaube, ich frage sie das mit dem Dorf. Vielleicht sagt sie dann sowas wie, du musst mir glauben, dann können wir sagen, dass wir ihr glauben oder nicht glauben. Könnte sein. Ich frage sie auf jeden Fall, ist interessant. Es könnte vielleicht nach hinten losgehen, aber egal. Könntest du wirklich für das Massaker verantwortlich sein? Das kann ich nicht sagen. Glaub mir, diese Frage habe ich mir oft gestellt, Saira. Sehr oft. Und vielleicht haben Dunvar und die anderen Novizen recht gehabt. Vielleicht bin ich tatsächlich eine Mörderin. Irgendeine magische Perversion. Ich werde es nie erfahren. Was passiert, wenn ich dieses Wesen vollständig übernimmt? So weit ist es noch nie gekommen. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Wie schon gesagt, irgendetwas sagt mir, dass dieser Anblick in dem Dorf ein Ergebnis genau dessen war. Okay, das klang schon sehr danach, als wäre sie das im Dorf gewesen. Ich dachte eher, es hätte ihre Erlebnisse getriggert, wie ich ja schon gesagt habe. Aber wer weiß, vielleicht hat sie auch einfach gar keine Erinnerung mehr daran, weil das so eine Kontrolle über sie übernommen hat, dass sie praktisch nicht mehr sie selber war, gar nicht mehr. Und dann hat sie da dieses Dorf vernichtet. Heftig auf jeden Fall, was da in ihr schlummert. Im Endeffekt ist ja auch fast egal, was in diesem Dorf passiert ist. Tatsache ist, dass sie zwei Seiten hat. So, ne? Und immer daran gegen kämpft, die, ich nenne es mal die dunkle Seite, wer weiß, nicht ausbrechen zu lassen. Aber wenn Gewalt, nee, sie kämpft dagegen, sie aus, ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Aber wenn Gewalt dieses Wesen hervorruft, wieso bist du beim Orden, beim militärischen Flügel? Was wäre die Alternative? Mich hinter Folianten zu verstecken oder Badewasser für die Oberstädter Edelfrauen aufzugießen? Saira, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wesen in mir wirklich für das Massaker in dem Dorf verantwortlich ist. Und wenn, dann trage ich damit eine Teilschuld, für die ich Abbitte leisten muss, ob ich es nun will oder nicht. Und selbst wenn nicht, ich will etwas ändern, die Welt zumindest ein kleines Stück besser machen. Und ja, natürlich ist mir klar, dass das besonders für mich Entbehrungen und hartes Training bedeutet. Aber das bin ich gerne bereit in Kauf zu nehmen. Und weißt du auch warum? Weil es genau das ist, was der Welt fehlt. Menschen, die bereit sind, für ihre Ideale wirklich etwas zu opfern. So viele Leute reden und tun nichts, weil das ja dann bedeuten würde, tatsächlich auch mal Leid in Kauf nehmen zu müssen. Vor allem so viele Leute wissen auch gar nicht, mit was sie zu kämpfen hat, ey. Ja, das, ey, der würde man echt wünschen, dass man das von ihr heben kann. Das wäre echt, also, toller Mensch wie sie, ne, und dann irgendwie so mit so einer Last da verurteilt. Okay, wir haben hier mehrere Optionen. Du bist wirklich entschlossen, das mag ich. Eine bewundernswerte Einstellung. Ich wollte dir nicht von dich nicht von. Ich mache mir einfach nur Sorgen, das ist alles. Für mich klingt das etwas fanatisch und Fanatismus führt selten zu etwas Gutem. Ich fand das gerade noch nicht fanatisch persönlich. Deshalb werde ich das untere nicht sagen. Und ich finde sie auch allgemein sehr sympathisch, deshalb möchte ich es mir auch nicht mit ihr versauen. Also wir haben hier drei sehr positive Optionen, ne? Ich würde sagen, dass wir nicht das hier, dass wir uns einfach nur Sorgen machen, glaube ich erstmal. Ja, ich weiß. Entschuldige, wenn ich etwas aufbrausend geworden bin. Ich wollte nur, dass du weißt, womit du es zu tun hast.
Und alles, worum ich dich bitte, ist, dass du Stillschweigen bewahrst. Weiter als diesen Ausbruch werde ich es nicht kommen lassen. Darauf hast du mein Wort. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen Zeit für mich. Danke, dass du mir zugehört hast und danke für dein Verständnis. Okay. Ja, war ein interessantes Gespräch. Wir haben viel über sie gelernt. 100-mal den 70. Vers abschreiben. Und die Welt kann untergehen. Wo sind wir überhaupt? Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier los? Naja. Okay, okay. Ich würde sagen... Ey, sag mal. War ich hier schon mal? Sind wir? Sind wir im Sonnentempel, oder? Nee. Ach, das ist hier irgendwie in der Kaserne. Okay, also gleich nebenan sind wir einfach rein. Macht ja Sinn. Nee, nach oben will ich dann aber gar nicht. Da will ich eher mich unten halten. Hier ist so ein Leerraum irgendwie. In der Kaserne kenne ich mich nämlich noch gar nicht gut aus. Da war eine Tür. Ich glaube, unten ging es ins Kasernenviertel. Ist ja auch egal. Wir können auch nach oben. Ist eigentlich irrelevant. Wir nehmen eh ein Wegschild. Jetzt sind wir hier irgendwie in so einem Trainingsraum gelandet. Boah, ich war lange nicht mehr hier. Ah, sie hat am Ende gemeint, sie weiß es zu schätzen. Also ich denke, wir haben jetzt keine schlechte Option genommen. Die andere Option, die ich genommen hätte am Ende, wäre zu sagen, dass ich ihre Einstellung bewundernswert oder sowas finde. Aber es passt schon. Es ist auf jeden Fall krass, was er in ihr schon... Ich fand es heftig, dass sie uns garantiert hat, dass es nicht mehr passieren wird. Da sieht man schon, dass sie da... Ja, ich meine, es ist schon verständlich aus ihrer Perspektive, ne? Dass sie da so an sich selber auch glaubt. Was soll sie sonst machen? Ihren gesamten... Aufgeben, so, ne? Aber aus einer rationalen Sicht muss man natürlich sagen... Das kann sehr gut nochmal passieren. Je nachdem, wie intensiv die Situation ist. So, ich werde jetzt gucken, wo ich Jesper finde, noch schnell. Ja, das sind so die letzten Züge dieser langen, langen Folge. Das ist jetzt noch mein Ziel aktuell. Oh, ich werde so viel schneiden müssen. Das Spiel ist die ganze Zeit abgeschmiert. Und das klingt auch wieder nicht gut. Okay, Leute, ich glaube, wir gucken nächstes Mal nach Jesper. Bis dahin auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht genau, wann es weitergeht, aber ihr kennt ja immer eine gute Chance, also ihr kennt das System ja, eine gute Chance immer an den Wochentagen und 17:30 Uhr ab jetzt. Bis dann.